Ich darf Sie ganz herzlich unserem regelmäßigen Fortbildungsformat begrüßen, dem Heidelberger Herzdialog. Heute soll es ja, wie Sie der Tagesordnung entnehmen können, um rhythmologische Themen gehen. Zunächst habe ich eine nicht so schöne Nachricht. Mein Co-Moderator, der das jetzt heute ja übernommen hätte, auch im Wesentlichen Herr Lugenbeel, der Leiter unserer Rhythmologie, musste leider wegen eines Trauerfalls in der Familie heute seine Teilnahme absagen. Das tut uns allen sehr leid natürlich. Wir haben uns aber trotzdem entschlossen, diese Fortbildung stattfinden zu lassen. Und den Vortrag von Herrn Lugenbeel, den wird auch freundlicherweise Frau Züller nachher übernehmen. Also thematisch werden wir es so machen, wie es ursprünglich vorgesehen war. Ich darf wie immer zur Einleitung einige allgemeine Bemerkungen machen. Also wir wünschen uns ein Format, wo Fragen gestellt werden, wo wir in die Diskussion kommen. Das können Sie machen, indem Sie Ihr Mikrofon entmuten und nachher so Fragen stellen. Sie können auch über den Chat Fragen stellen. Also ich versuche das alles mit zu berücksichtigen und würde mich eben freuen, wenn wir da auch einige Diskussionen erleben. Zweitens ist es so, dass wir, wie Sie wissen, diese zwei CME-Punkte ja auch für diese Fortbildung vergeben und da werden zwischendurch Codes eingeblendet. Ich darf vielleicht Frau Volkmar, die das netterweise wieder mitorganisiert hat, bitten, da auch nochmal extra darauf hinzuweisen, dass diese Codes dann gezeigt werden. Das können wir zwischen den Vorträgen dann machen und dass Sie die dann entsprechend notieren und an die genannte E-Mail-Adresse schicken. Das war eben im Banner auch schon zu sehen und dann eben entsprechend Ihre Fortbildungspunkte bekommen. Ja, Frau Volkmar, wenn ich nichts Organisatorisches und Dirk Thomas vergessen habe, dann denke ich, könnten wir jetzt gleich in die Tagesordnung starten. Und ich freue mich, als Auftaktvortrag Herrn Professor Dirk Thomas ansagen zu können, der uns, wie ich ahne, in bewährter Weise berichten wird über die Chancen und Limitationen, aber auch der medikamentösen antiarrhythmischen Therapie, bevor wir nachher dann eben auch zu Device- und interventionellen Therapie kommen. Dirk, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Lieber Norbert, vielen Dank für die einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf hier den Auftakt machen zu diesem rhythmologischen Expertengespräch, was wir ja letztendlich gemeinsam mit Ihnen dann führen möchten. Mein Thema ist die medikamentöse antiarrhythmische Therapie mit Chancen und Limitationen. Das mag sich erstmal etwas langweilig anhören, aber wenn man sich das vor Augen führt, ist es ja doch so, dass letztendlich früher oder später eine ganze Reihe von Patienten in den Genuss einer medikamentösen Therapie kommen, wenn Rhythmusstörungen vorliegen. Und deswegen lohnt es sich allemal hier nochmal einen Streifzug durch die aktuelle medikamentöse Therapie zu machen. Hier sind meine möglichen Interessenskonflikte und ich möchte Ihnen gerne anhand von 4 Schritten das ganze Thema näher bringen. Als erstes ein paar einleitende Worte zum Thema Antiarrhythmika. Und dann möchte ich 3 Typen von Rhythmusstörungen mit Ihnen durchgehen. Das Vorhofflimmern, andere supraventrikuläre Tachykardien und letztlich ventrikuläre Arrhythmien. Was gibt es zu Antiarrhythmika zu sagen? Und in dem Format wie hier habe ich mich entschlossen, das möglichst kurz zu fassen, damit wir möglichst viel Zeit noch haben, über spezifische Indikationen, spezifische Substanzen gemeinsam sprechen zu können. Allgemein dienen die Antiarrhythmika einer Therapie von Störungen von Erregungsbildung und Erregungsleitung am Herzen und je nach Substanz gibt es unterschiedliche Angriffsregionen und unterschiedliche Angriffsstrukturen im Herzmuskel. Einige Substanzen wirken dabei auch multiple Zielstrukturen. Ein Problem ist es, und das ist so der erste Punkt, wo wir auf Limitationen kommen, dass Antiarrhythmika selbst auch Rhythmusstörungen auslösen können. Und deswegen müssen wir eben eine gezielte Indikationsstellung verfolgen, um eine reine EKG-Kosmetik zu vermeiden. Hier sehen Sie die klassische Einteilung der antiarrhythmischen Substanzen nach Vaughan Williams in Klassen 1, 2, 3 und 4. Natriumkanalblocker, Beta-Blocker, Kaliumkanalblocker und Calcium-Antagonisten. Und das korrespondiert auch mit den molekularen oder sagen wir elektrophysiologischen Wirkmechanismen, Natriumkanalblockade, Beta-Blockade, verlängerte Repolarisation und dann die Calcium-Kanalblockade.
Die Limitation, dass Antiarrhythmika auch selber Rhythmusstörungen auslösen können, ist besonders eindrucksvoll, wenn man sich die Inzidenz von Tosartepant-Tachykardien anschaut. Die bei uns gängigen Substanzen, Dronedaron, aber vor allen Dingen auch Flecainid und Amiodaron, haben gar nicht so eine hohe Rate an Tosartepant. Aber wenn Sie sich dann demgegenüber zum Beispiel das Sotalol schon anschauen, dann finden Sie hier eine deutliche Erhöhung. Und das ist auch die Ursache, der Grund, warum wir mit dem Sotalol doch relativ zurückhaltend sind im Einsatz in der Klinik. Und die Gefahren, die von Antiarrhythmika ausgehen, die haben auch schon den Weg in die Kunstwelt gefunden. Bitte erlauben Sie mir diesen kleinen Seitenblick zu Damien Hirst, der hier tatsächlich das Amiodaron auch in einem Kunstwerk verewigt hat, und zumindest zum Nachdenken anzuregen. Und The Last Supper ist natürlich völlig übertrieben aus unserer Sicht, aber gibt uns trotzdem Anlass dazu, nochmal das Nebenwirkungsspektrum uns hier vor Augen zu führen vom Amiodaron als eigentlich der Substanz, die ja doch die gravierendsten Nebenwirkungen hat. Wir haben Wirkungen auf die Schrittmacherkanäle, können also eine Bradykardie verursachen, Nervus Opticus-Schädigungen, Hornhautablagerungen, bei sehr langer, sehr hochdosierter Anwendung auch Lungen- und Leberfibrosen, Photosensibilität und Verfärbung der Haut und Schilddrüsenfunktionsstörung. Das heißt aber nicht, und da werden wir auch gleich noch darauf zurückkommen, wenn es um die spezifischen Indikationen geht, dass diese Substanz grundsätzlich zu vermeiden ist. Es ist vielmehr so, und das sehen wir gerade hier im Uniklinikum nicht selten, dass Patientinnen und Patienten mit Herzrhythmusstörungen, wo wir keine anderen Möglichkeiten mehr haben vorzugehen, dass die doch auch von dieser Substanz profitieren können, dass wir damit Rhythmusstörungen kontrollieren können, die anderweitig sonst nicht zu kontrollieren wären. Ich möchte beginnen mit dem Vorhofflimmern als der häufigsten anhaltenden Herzrhythmusstörung im Alltag. Und mit dieser Rhythmusstörung haben wir es ja tatsächlich tagtäglich zu tun. Hier sehen Sie ein mechanistisches Schema, ein vereinfachtes mechanistisches Schema zum Vorhofflimmern. Wir haben Trigger, zum Beispiel die Entladungen aus den Pulmonalvenenostien, die wir ja isolieren wollen bei der Katheterablation des Flimmerns. Und wenn so ein Trigger Vorhofflimmern antriggert, dann kommt es zu einem Circulus viciosus, wo es über Remodeling-Vorgänge, also über strukturelle und elektrische Umbauvorgänge zur Substratbildung geht. Und das führt dann zu einer Chronifizierung des Vorhofflimmerns über die Verkürzung von atrialen Refraktärzeiten und die Beschleunigung auch von Leitungsgeschwindigkeit. Das sind zwei Schlüsselmechanismen, die Reentry fördern. Und wenn wir hier drauf einwirken können, haben wir da natürlich schon antiarrhythmische Strategien an der Hand. Und zwar zur Rhythmuskontrolle. Wir müssen dafür die beiden Vorhöfe jeweils elektrisch medikamentös verändern, wohingegen wir bei einem Konzept, wo die Frequenzkontrolle im Vordergrund steht, also nur die Herzfrequenzen reguliert werden, die Zielstruktur der AV-Knoten ist und wir also überleitungsverlangsamende Substanzen geben. Stichwort Substanzen. Hier sehen Sie eine Übersicht über Medikamente, die wir zur Rhythmus- und zur Frequenzkontrolle einsetzen. Rhythmuskontrollierende Substanzen sind Klasse 1 und Klasse 3 Antiarrhythmika. Dann die Beta-Blocker und Calcium-Antagonisten sowie Digitalis können wir zur Frequenzkontrolle einsetzen und Amiodaron ist für beides zugelassen. Wir wollen uns das Ganze noch einmal anschauen anhand der aktuellen Leitlinien zur Behandlung des Vorhofflimmerns von der ESC. Und hier sehen Sie das Schema, das Entscheidungsschema zur Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern. Vorhofflimmern kommt zum Einsatz als Hintergrundtherapie bei vielen Vorhofflimmerpatienten, kann auch die erste Wahl sein, wenn wenig Beschwerden vorliegen oder wenn Rhythmuskontrolle nicht erfolgreich war. Insgesamt ist es so, dass das Ziel ist, primär die Frequenzen auf unter 110 pro Minute in Ruhe zu senken. Und wenn das ausreicht zur Symptomkontrolle und wenn gleichzeitig keine Herzinsuffizienz, also keine eingeschränkte Pumpfunktion vorliegt, die wir mit dem tachyarrhythmischen Vorhofflimmern in Verbindung bringen, dann können wir auch dabei bleiben. Ansonsten, dann müssen wir die Herzfrequenz noch weiter senken und können sogar so weit gehen, dass wir da eventuell bis zur AV-Knotenablation und zur Device-Versorgung kommen. Hier sehen Sie das Ganze nochmal etwas detaillierter aufgeführt, was ich Ihnen vorhin in vereinfachter Form dargestellt habe. Die Substanzen zur Frequenzkontrolle. Hier sehen Sie verschiedene Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, Digitalis und auch Amiodaron in den hier empfohlenen Gaben und Dosierungen.
Das finden Sie in den aktuellen Leitlinien zur Therapie des Vorhofflimmerns, sollte da nochmal ein Nachschauen erforderlich sein. Ich habe Ihnen vorhin schon kurz dieses Schema vor Augen geführt und hier sehen Sie jetzt nochmal, dass man bei den Ansatzpunkten zur Rhythmuskontrolle im Grunde genommen die Trigger und diese Re-Entry-Mechanismen zur Auswahl hat. Und für die Trigger und für die Re-Entries sind wiederum spezifische Antiarrhythmika besser oder weniger gut geeignet. Re-Entry wird zum Beispiel vom Amiodaron gut behandelt, weil das ja die Infarktärzeiten verlängert. Und die Trigger hingegen werden etwas besser von den Natriumkanalblockern behandelt, die ja die spontane Depolarisation der Entladungen dann unterdrücken können. Hier sehen Sie wieder, und wiederum etwas komplexer dargestellt, die Empfehlungen der ESC zur antiarrhythmischen Vorgehensweise. Und hier ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, um mich schon mal dafür zu entschuldigen, dass ich eines der eigentlichen Themen, die wir ja hier in der Klinik sehr intensiv verfolgen, nämlich die Katheterablation, dass ich dieses Thema etwas in den Hintergrund stelle. Das ist Gegenstand auch des Folgevortrags. Und deswegen werden Sie sehr häufig medikamentöse Strategien hören, aber ich werde, wann immer es mir sinnvoll und nötig erscheint, auch darauf hinweisen, dass natürlich die Katheterablation mindestens gleichwertig oder teilweise auch eine bessere Therapieoption ist. Für das Vorflimmern sehen Sie hier, dass bei symptomatischem Vorflimmern nochmal unterschieden wird in paroxysmales, in persistierendes, in solches mit Risikofaktoren und solches mit Herzinsuffizienz. Die antiarrhythmischen Medikamente, und das sehen Sie hier für alle Klassen des Vorflimmerns, sind allerdings schon als Erstlinientherapie einsetzbar. Katheterablation unter bestimmten Voraussetzungen auch. Wenn die medikamentöse Therapie nicht erfolgreich war, dann kommt spätestens und noch mit nachdrücklicheren Indikationen und Empfehlungsgraden die Katheterablation ins Spiel. Wenn Sie sich nun fragen, welches Antiarrhythmikum denn zum Einsatz kommen soll, geht es wieder danach, ob eine Herzinsuffizienz mit systolischer Pumpfunktionseinschränkung vorliegt oder ob keine strukturelle Herzerkrankung vorliegt oder eventuell eine KHK, HFpEF oder eine Klappenerkrankung. Bei Patientinnen und Patienten ohne relevante strukturelle Herzerkrankung haben sie Dronedaron und die Klasse 1C-Substanzen zur Verfügung. Sotalol, wie gesagt, hauptsächlich wegen des höheren Risikos für Tosatepont, Tachykardien bei uns eher selten im Einsatz. Und bei eingeschränkter Pumpfunktion steht ihnen nur noch das Amiodaron zur Verfügung. Das wäre die Auswahl der Antiarrhythmika bei dem Vorflimmern, wenn die Katheterablation keine Option ist oder eventuell in den seltenen Fällen, wo sie nicht langfristig erfolgreich war. Im Weiteren möchte ich mit Ihnen supraventrikuläre Tachykardien durchgehen. Auch hier gibt es relativ neue Leitlinien der Europäischen Fachgesellschaft für Kardiologie aus dem Jahr 2019. Und wir schauen uns hier vier Gruppen von supraventrikulären Tachykardien an. Die fokalen arterialen Tachykardien, Vorflattern, die AVNRT und die AVRT, also das WPW-Syndrom mit seinen Tachykardien. Fangen wir an bei den arterialen Tachykardien. Das sind ja auch nicht selten fokale oder Micro-Reentry-Mechanismen, die dem zugrunde liegen. Und hier empfiehlt die ESC daher auch primär Propafenon und Flecainid oder Beta-Blocker und Calcium-Antagonisten, die hier dann aber auch fast mehr frequenzregulierende Wirkung haben. Amiodaron ist nur eine 2b-Empfehlung. Bei dem Vorhofflattern haben die Beta-Blocker und Calcium-Antagonisten als frequenzregulierende Substanzen einen noch höheren Stellenwert oder das Amiodaron, falls eine Ablation nicht gewünscht wird. Hier ist aber wieder so ein Zeitpunkt, wo wir an die Ablation ganz klar denken müssen. Beim typischen Vorhofflattern ist die Erfolgsrate bei 90% in der Katheterablation und das ist ein kurzer Eingriff, in der Regel insgesamt nur eine halbe Stunde bis vielleicht maximal anderthalb Stunden. Das ist wirklich etwas, was sich sehr lohnt für die Patientinnen und Patienten und was deswegen natürlich weit vor der medikamentösen, insbesondere Amiodaron-Therapie stehen sollte. Bei den AVNRTs ist es ebenfalls so, dass wir mit der Katheterablation sehr gute Erfolgsraten haben. Falls die Ablation aber nicht gewünscht wäre, kommen hier dann Diltiazem und Verapamil oder Beta-Blocker zum Einsatz. Und auch beim WPW-Syndrom haben die Medikamente einen Stellenwert, falls die Ablation nicht gewünscht wird. Hier auch Beta-Blocker oder Calcium-Antagonisten oder die Klasse 1-Substanzen Propafenon
oder Fleckerinit, diese aber nur mit 2B-Indikationen. Ja, das war ein kurzer Abriss der supraventrikulären Tachykardien. Und jetzt möchte ich mit Ihnen noch die restliche Zeit nutzen und über den Stellenwert der antiarrhythmischen Therapie bei ventrikulären Arrhythmien sprechen. Und nachdem wir diese Chancen, die Indikationen uns jetzt schon intensiv angesehen haben für verschiedene Rhythmusstörungen, möchte ich gleich einsteigen nochmal mit Limitationen. Die doch sehr bekannte, aber mittlerweile auch schon deutlich gealterte CAST-Studie ist immer noch relevant für die klinische Praxis und für die Leitlinienempfehlungen. In der CAST-Studie wurde untersucht, ob die Suppression von ventrikulären Extrasystolen, von denen man wusste, dass sie ein erhöhtes Risiko für plötzlichen Herzdruck bei Patienten, die einen Herzinfarkt durchgemacht haben, anzeigen. Man hat untersucht, ob die Suppression dieser ventrikulären Extrasystolen durch die Klasse 1-Substanzen Fleckerinit und Enkainit in der Lage ist, die Mortalität nach Herzinfarkt zu reduzieren. Man hat Patienten nach 2 Jahren nach Infarkt eingeschlossen und diese Patienten wiesen eine deutlich reduzierte Pumpfunktion auf. Sie sehen schon, nur 27% erhielten einen Beta-Blocker. Das ist ja ein ganz anderes Patientinnen- und Patientenkollektiv als diejenigen, die wir heute vor uns haben. Das sind Patienten, wo teilweise noch nicht mal Corona-Interventionen vorgenommen waren im Kontext der Infarkte, wo wirklich schwerwiegende Herzinsuffizienzen mit linksventrikulärer Dysfunktion vorliegen. Hier hat man als Ergebnis gesehen, dass unter Behandlung mit diesen Klasse 1 Substanzen die Mortalität höher war als ohne Substanz. Und man hat das im Wesentlichen einem möglichen proarrhythmischen Risiko dieser Substanzen zugeschrieben bei diesen schweren Herzinsuffizienzen und hat deswegen den Einsatz in der Folge zurückgehalten. Und das machen wir auch heute noch so, dass bei Patientinnen und Patienten mit Kardiomyopathien, mit manifester Herzinsuffizienz, diese Substanzen keinen Stellenwert haben. Was auch eine Limitation ist, die wir kennen müssen, ist, dass Antiarrhythmika, außer Beta-Blocker, in Studien keine Reduktion der Mortalitätsrate bei Patienten mit ventrikulären Arrhythmien gezeigt haben. Hier sehen Sie als ein Beispiel die SCUT-HEFT-Studie und Sie sehen, dass die Amiodarongabe vergleichbar ist dem Placebo in der Mortalitätsanalyse. Die Defi-Therapie hingegen, und hier vielleicht schon ein ganz kurzer Ausblick dann auf die weiteren Vorträge am Ende, wo es ja um Devices geht, die Defi-Therapie hat sich hier als erfolgreich in der Mortalitätsreduktion herausgestellt. Ja, was können wir dann erwarten von Antiarrhythmika bei Patienten mit Herzinsuffizienz und ventrikulären Arrhythmien? Wir können erwarten, dass wir damit in der Lage sind, die Rhythmuslast zu reduzieren und damit auch die Anzahl der abgegebenen Therapien. Das sehen Sie hier in verschiedenen Studien mit Sotalol, mit Acimilid, was wir hier nicht auf dem Markt verfügbar haben, und mit Amiodaron und Beta-Blockern. In all diesen Studien sehen Sie, dass die antiarrhythmische Einstellung in der Lage war, die Rhythmuslast, die Anzahl der Therapieabgaben zu vermindern. Und das ist einer der wesentlichen Stellenwerte, die wir für die antiarrhythmische Therapie sehen. Wir schauen auch hier in die aktuellen Guidelines der Europäischen Fachgesellschaft für Kardiologie. Und ich habe hier, die sind sehr umfangreich, muss ich sagen. Ich habe hier also aus meiner Sicht die anwendungsrelevantesten Beispiele herausgesucht. Und da möchte ich beginnen mit idiopathischen ventrikulären Extrasystolen und mit Tachykardien aus dem Ausflusstrakt. Bei einem Ursprungsort im rechtsventrikulären Ausflusstrakt, und das ist hier in diesem Beispiel dargestellt, kommt primär die Ablation zum Einsatz oder eine Beta-Blocker-Therapie. Wenn allerdings der Ursprungsort woanders liegt, dann kann in spezialisierten Zentren, also in Heidelberg zum Beispiel, auch eine Katheterablation angestrebt werden. Allerdings gibt es da doch einzelne Fälle, wo das dann auch nicht dauerhaft erfolgreich ist, weil einfach der Ursprungsort mit dem Katheter dann auch nach intensivem Mapping nicht erreichbar ist. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir die Möglichkeit, hier mit Natriumkanalblockern bei symptomatischen Patienten zu arbeiten. Idiopathische Tachykardien, überwiegend idiopathische linksventrikuläre Tachykardien, können ebenfalls medikamentös behandelt werden, wenn eine Katheterablation nicht gewünscht ist, wie hier zum Beispiel, oder wenn die Erreichbarkeit auch limitiert ist, wie bei diesen beiden Typen. Bei den beiden unteren kann man es trotzdem versuchen, aber zum Beispiel Tachykardien, die aus den Papillarmuskeln direkt kommen, sind nicht in 100% der Fälle abladierbar.
Hier würden wir dann Beta-Blocker und Verapamil sowie Klasse 1C-Substanzen leitliniengerecht einsetzen. Und diese Klasse 1C-Substanzen, die können hier eingesetzt werden, weil es sich eben um idiopathische Tachykardien ohne strukturelle Herzerkrankung handelt. Wie sieht es aus, wenn eine strukturelle Herzerkrankung vorliegt? Hier habe ich mal ein Beispiel einer ganz ausgeprägten ventrikulären Extrasystolie bei einer strukturellen Herzerkrankung. Hier sind wir dann ganz schnell wieder, wenn die Katheterablation keine Option ist, weil sie zum Beispiel nicht gewünscht ist, dann sind wir sehr schnell beim Amiodaron, was hier dann die einzige Option zur Suppression von ventrikulären Extrasystolen darstellt. Kommen wir nun noch zu den ventrikulären Tachykardien bei struktureller Herzerkrankung. Und hier ist natürlich die primäre Domäne des Defibrillators, eine anhaltende ventrikuläre Tachykardie bei struktureller Herzerkrankung ohne reversible Ursache. Der Tachykardie muss erstmal sekundärprophylaktisch mit einem Defibrillator behandelt werden. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, Amiodaron einzusetzen, weil es ja eine strukturelle Herzerkrankung ist und wir nicht die Klasse 1 Substanzen verwenden können. Und das Amiodaron können wir zur Reduktion von ICD-Schocks, zur Suppression von ventrikulären Tachykardien und auch schon zur Suppression nach der ersten aufgetretenen VT bei Patienten mit ICD leitliniengerecht einsetzen. Und hier sehen Sie die Ausschnitte aus den aktuellen Leitlinien. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen gemeinsam zu diesem Thema. Bin gespannt, ob Sie dazu auch Ihre eigenen Perspektiven mit uns teilen wollen. Und darf ganz kurz Chancen und Limitationen zusammenfassen. Die Chancen, wir haben Antiarrhythmika als Basis der Rhythmuskontrolle bei doch einer relativ großen Anzahl von Vorflimmerpatienten. Wir setzen sie gelegentlich zur Suppression supraventrikulärer Arrhythmien ein und wir können die Anzahl und Häufigkeit von ICD-Therapien bei Patienten mit ventrikulären Arrhythmien reduzieren. Wichtig ist, dass wir zur differenzierten und individualisierten Therapie eine Auswahl dieser Substanzen zur Verfügung haben und spätestens bei der strukturellen Herzerkrankung ist die Auswahl doch sehr stark limitiert. Das sind leider auch die Erfolgsraten. Hier geht es dann doch darum zu versuchen, welche Substanz hat noch einen gewissen Erfolg. Man muss häufiger wechseln, man muss die Dosierungen variieren und wir müssen die Kontraindikationen betrachten, die uns zu einer präzisen Auswahl von Substanz und Dosierung zwingen und Unverträglichkeiten führen nicht selten zum Absetzen der Substanz. Wie sieht das zukünftig aus? Ja, wir selber hier in Heidelberg und an anderen Stellen betreiben ja intensive Forschung zur möglichen Optimierung von Therapien, auch medikamentösen Therapiestrategien. Und was man sich anschaut in der Wissenschaft aktuell, ist die Entwicklung neuer Ionenkanalblocker mit möglichst verbesserter Effektivität und Sicherheit. Man möchte gerne Vorhof- bzw. ventrikelspezifische Substanzen, also im Falle von natürlich dann atrialen und ventrikulären Arrhythmien entwickeln, zum Beispiel Blocker eines speziellen Ionenkanals bei Vorhofflimmern. Es geht auch darum, patientenspezifische Mechanismen besser zu verstehen und dann noch spezifischer angehen zu können. Und es werden neue Therapiekonzepte auch mitverwendet, Gentherapie, Stammzelltherapie, Peptide, Antikörper, MikroRNA-Antagonisten, Optogenetik, um nur einige zu nennen. Also es ist Bewegung auf diesem Gebiet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es dauert allerdings sehr lange, doch von der Arbeitsbank in die Klinik. Wir bemühen uns aber sehr stark darum, nicht nur ich, sondern auch andere Arbeitsgruppen in der Klinik hier von Herrn Frey und hoffen, dass wir da doch noch das eine oder andere dann auf den Markt und zur Anwendung bringen können. Jetzt geht es aber erstmal um die Routineanwendung und deswegen habe ich mich auch auf die Leitlinien fokussiert, weil wir ja das Gros der Patienten hier in diesem gemeinsamen Austausch im Blick haben. Und jetzt bin ich auch durch mit dem Thema und freue mich auf Ihre Kommentare. Herzlichen Dank für das höfliche Zuhören. Ja, vielen Dank an Professor Thomas für den exzellenten Vortrag und der zu einem komplexen Thema da einen kurzen und prägnanten Überblick gegeben hat. Ja, ich darf gleich in die Runde, die sich erfreulicherweise weiter vergrößert, die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, sei es per Chat oder direkt per Mikro. Vielleicht kannst du deinen Vortrag noch beenden, dann sehen wir uns auch oder etwaige Fragensteller. Gerne. Sonst darf ich schon mal beginnen, Dirk. Also wir haben ja jetzt die EAST-Studie vor kurzem gesehen
Und die hat uns ja vermeintlich mitgeteilt, dass die Rhythmuskontrolle der Frequenzkontrolle eben doch überlegen ist. Das war ja eine Strategiestudie, also da wurde keine spezifische Methode der Rhythmuskontrolle untersucht. Aber wenn man denn das Kleingedruckte der Studie liest, dann ist man ja überrascht zu lesen, dass nur in einem kleineren Teil der Patienten die Ablation dann diejenige war, ja, die Rhythmuskontrolle vermeintlich bewirkt hat, sondern eben die medikamentöse Therapie. Und nun haben wir ja gelernt, wie du es ja auch wiederholt hast, eigentlich die Medikamente bestenfalls schaden sie nicht, aber was sie nützen zumindest prognostisch nichts. Und das scheint ja die IS-Studie jetzt etwas anders zu zeigen. Wie würdest du diesen Widerspruch auflösen? Ich finde, dass die IS-Studie ein wichtiger Baustein ist in unserem Verständnis. Wir befassen uns ja seit den frühen Studien, die Frequenzkontrolle mit Rhythmuskontrolle verglichen haben. Also Affirm und RACE waren da ja die ersten. Befassen wir uns da mit der Frage, was ist besser, Vorflimmern loszuwerden oder können wir das Vorflimmern tolerieren? Und es hat über Jahrzehnte keine Studie gegeben, die in der Lage war, da überhaupt irgendeinen auch wirklich sinnvoll hypothesengenerierenden Ansatz zu liefern. Das schließt leider auch größere Ablationsstudien mit ein, muss ich sagen. Auch die Cabana-Studie war ja im primären Endpunkt nicht signifikant, also hat keinen signifikanten Unterschied im Hinblick auf Mortalität gezeigt. Die IS-Studie ist die erste, die uns ein Anzeichen dafür gibt, dass es möglicherweise doch sinnvoll sein kann, mehr auf den Rhythmuserhalt zu fokussieren. Es ist allerdings noch nicht so, dass die IS-Studie so breit belastbar ist, dass sie uns suggeriert, alles Vorhofflimmern muss weg. Wir müssen bei jedem Patienten, bei jeder Patientin auf Rhythmuskontrolle drängen. Die Katheterablation war in einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz nur in der IS-Studie dabei, unter den Rhythmuskontrollkonzepten, und überwiegend wurde das medikamentös verfolgt. Ich denke, dass wir mittlerweile mit der gesamten Vorgehensweise und der medikamentösen Therapie einschließlich Schlaganfallprophylaxe bei Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern so weit sind, dass es doch möglich sein kann, dass wir eben auch medikamentös, aber insbesondere mit der Katheterablation in der Lage sind, sehr fokussiert eben den Rhythmus zu stabilisieren, ohne zusätzlichen Schaden anzurichten. Und ich würde mir das auf diese Weise erklären. Ich persönlich denke aber, dass wir jetzt für die spezifischen Rhythmuskontrollkonzepte einfach nochmal zusätzliche prospektive Daten brauchen, um zu verstehen, welches Konzept denn wirklich prospektiv belastbar einen Mortalitätsbenefit für die Patientinnen und Patienten bringt. Und es ist ja auch so, dass die aktuellen Leitlinien trotz IS-Studie nicht generell sagen, es muss eine Rhythmuskontrolle verfolgt werden, sondern das ist letztendlich nur der erste Baustein auf dem Weg. Also ich würde es letztendlich mit einer moderneren Therapie, mit moderneren Vorgehensweisen erklären, auch in der gesamten medikamentösen Herangehensweise vor dem Hintergrund dieses geringen Ablationsanteils. Ja, das klingt überzeugend. Ich darf noch mal in die Runde schauen. Bitte gerne das Mikro anstellen. Wir können gerne Fragen diskutieren. Sonst darf ich noch eine schnelle Frage. Oder da, Herr Fries, bitte. Ja, Herr Thomas, auf welchem Wege kann denn Verapamil ventrikuläre Tachykardien unterdrücken? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das Verapamil wird ja nur bei den idiopathischen ventrikulären Tachykardien eingesetzt. Und diese idiopathischen ventrikulären Tachykardien, die schließen häufiger das Reizleitungssystem mit ein und sind teilweise auch basierend, also als Träger basierend auf Foci in diesem Reizleitungssystem. Und die Wirksamkeit wird letztendlich über diesen Ansatzpunkt erklärt. Ja, ja. Und das, deswegen können wir die da zum sinnvollen Einsatz bringen. Aber wie gesagt, nur bei strukturell gesunden Herzen, weil sonst das Verapamil sich natürlich verbietet. Danke. Es ist insgesamt natürlich ein sehr seltenes Ereignis, so eine idiopathische ventrikuläre Tachykardie. Und wenn Ihnen das mal auftritt in Praxis oder Klinik, dann freuen wir uns da sehr auf eine Zuweisung eines solchen Patienten oder einer solchen Patientin. Gerne. Xenogalos. Lieber Dirk, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte auch gleich eine Frage, und zwar mit der Strategie bei Vorhofflimmern. Also wenn wir wirklich dann die Ablation verzögern mit Erstversuch medikamentöse Therapie unter dem Aspekt, dass das Vorhofflimmern eine progrediente Erkrankung ist, ist das eventuell das ein bisschen
kontraproduktiv im Sinne, dass man dann einen richtigen Zeitpunkt verpasst für die Ablation, womöglich dann die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Ablation dann reduziert wird. Wie siehst du das? Ein wichtiger Punkt, wie früh soll man abladieren und verbaut man sich interventionelle Therapieoptionen, wenn man Zeit ins Land gehen lässt? Und Zeit ins Land gehen funktioniert auch, wie du sagst, mit medikamentöser Therapie. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Man muss da aber differenzieren und man muss wirklich den individuellen Patienten, die individuelle Patientin vor sich sehen. Und ich möchte da einfach mal Beispiele nennen, um das zu verdeutlichen. Jüngerer Patient, 60-jähriger Mann zum Beispiel mit paroxysmalem Vorhofflimmern, 3-4 Mal im Monat Paroxysmen, unauffälliges Herz. Wenn dieser Mensch vielleicht noch für 1-2 Monate, weil er das unbedingt möchte, einen antiarrhythmischen Therapieversuch hat und damit dann komplett rhythmuskontrolliert ist, dann würde man sich aus meiner Sicht nichts verbauen, weil dann die Arrhythmie nicht zur Chronifizierung beitragen kann. Das ist ja letztendlich auch das Vorhandensein des Vorhofflimmerns, was dann zur Chronifizierung selber führt. Umgekehrt, wenn es ein Patient oder eine Patientin mit einem persistierenden Vorhofflimmern ist, wo das Vorhofflimmern zum Beispiel seit 2 Monaten besteht und jetzt die Frage ist, ob man nochmal 3 Monate ein Antirhythmikum versucht und vielleicht abwartet, ob es darunter selber konvertiert oder ob man sich dann zu einer Katheterablation entscheidet. Das ist für mich schon ein Punkt, wo es zu einer zu deutlichen Remodeling-Vorgängen im Vorhof kommen kann, die uns dann auch die Erfolgsrate einer möglichen Katheterablation vermeiden. Also dort muss man relativ früh dann auch diesen Punkt ansprechen mit den Patienten und mit den Patientinnen, die dann vor uns sitzen. Und das machen wir ja auch in unseren Beratungsgesprächen in der Rhythmusambulanz. Aber da muss man darauf hinweisen und das haben wir in jedem Fall im Hinterkopf, wenn es um die Indikationsstellungen geht. Gut. Frau Schmidt, hatten Sie eine Frage? Genau, dann danach. Ja, vielen Dank für deine Übersicht über die Antiarrhythmika. Jetzt haben wir häufig mit ICMP-Patienten und Electrical Storming-Patienten durchaus auch zu tun, wo wir dann auch individuelle Therapiestrategien zum Beispiel mit Mexiletil wählen. Vielleicht kannst du in diesem Kontext noch mal ein bisschen was über die Studienlage zu Mexiletil gerade bei diesen Patienten sagen, weil wir da auch immer wieder mit Fragen ja von den Zuweisern doch konfrontiert werden. Ja. Die auch die Beschaffung ja von Mexiletil nicht durchaus ganz einfach ist. Ja, danke Konstanze. Das hatte ich jetzt etwas ausgeklammert, weil das ja eine extrem spezielle Indikationsstellung ist und in der Regel dann so ja, uns betrifft, die wir dann da Indikationen beginnen müssen. Aber der Punkt, spätestens wenn es um die Verschreibung geht, landet das ja dann auch wieder bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Und da stellt sich ja dann die Frage, auf welcher Basis man das dann überhaupt weiter verordnen soll. Und das kann man eigentlich relativ einfach erklären. Der Punkt ist, erstens, Mexiletil ist in der Indikation ventrikuläre Tachykardien in Deutschland überhaupt nicht auf dem Markt und dafür im Moment auch hier nicht zugelassen. Das liegt daran, dass die letzte Firma, die das noch vertrieben hat, schon vor einigen Jahren die Lizenz zurückgegeben hat und die Produktion und Vermarktung eingestellt hat. Trotzdem gibt es die Substanz, die wird produziert. Es gibt auch neurologische Indikationen, für die die Substanz eingesetzt wird. Und insbesondere spätestens über eine internationale Apotheke kann man die Substanz dann auch bekommen. Auf welcher Basis verschreiben wir in Einzelfällen die Substanz? Es gibt schon Studien, die insbesondere zusammen mit Amiodaron das Mexiletin untersucht haben und die dabei festgestellt haben, dass man zusätzlich zum Amiodaron mit Mexiletin eine weitere Reduktion von ventrikulären Arrhythmien erreichen kann. Und dazu gibt es vielleicht eine Handvoll von Publikationen, sehr, sehr wenig allerdings nur für Mexiletin alleine ohne Amiodaron. Aber diese Publikationen habe ich vor einer ganzen Weile schon mal zusammengestellt. Da existiert auch bei uns im Koordinationspunkt der Elektrophysiologie das Material dazu, also als PDF die Materialsammlung und auch letztendlich vorgefertigte Indikationsstellungen zur Beantragung der Kostenübernahme bei der Krankenkasse, wenn das erforderlich ist. Und da finden sich eben für auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen von außerhalb, die dafür interessiert sind, diese Zusammenstellung der Literatur, die wir auch gerne teilen. Das wollen wir hier gar nicht individuell bei uns behalten. Aber es ist doch eine sehr schwache Datenlage. Aber wir kennen ja alle diese einzelnen Patienten, wo wir mit Amiodaron nicht hinkommen, wo die Katheterablation nicht ausreichend ist und wo wir dann trotzdem eine Strategie brauchen. Und da ist dann das Mexiletil doch in Einzelfällen die Lösung, muss man sagen.
Ja, vielen Dank, Dirk. Jetzt müssen wir weitermachen. Nochmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Und wir freuen uns jetzt auf den nächsten Vortrag, den, wie gesagt, Frau Privatdozentin Züller halten wird, die dankenswerterweise kurzfristig für ein Lungenbiel eingesprungen ist. Nachdem wir nun über medikamentöse Therapien gesprochen haben, kommen wir jetzt zur invasiven Elektrophysiologie und hier insbesondere auch im Sinne eines Ausblicks über das, was in nächster Zeit kommt, an spannenden neuen Technologien, die auch die Ablation vielleicht sogar noch attraktiver machen können. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Frau Züller. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich auch, heute über neue Zukunftstechnologien in der invasiven Elektrophysiologie sprechen zu dürfen. Der Fokus des Vortrages liegt ein wenig auf dem Vorhofflimmern. Wie Herr Professor Thomas schon gesagt hat, ist es die häufigste anhaltende Arrhythmie in unserer Gesellschaft und nicht zuletzt wohl aufgrund der großen sozioökonomischen Relevanz gab es hier in den letzten Jahren und Monaten mutmaßlich die meisten Bestrebungen um Innovationen, die unsere Therapien noch weiter verbessern. Um in die Zukunft zu schauen, lohnt sich auch manchmal ein Blick in die Vergangenheit. Wie hat es eigentlich angefangen mit der Katheterablation von Vorhofflimmern? Den Grundstein gelegt hat die Arbeitsgruppe Michel Assager aus Bordeaux, die erstmals gezeigt hat, dass bei Patientinnen und Patienten mit paroxysmalem Vorhofflimmern Triggerregionen am häufigsten in den Pulmonalvenen lokalisiert sind und dass eine gezielte Ablation dieser auch zu einer Verringerung von Vorhofflimmer-Episoden führen kann. Damals hat man teils mit mehreren Kathetern in den Pulmonalvenen das früheste Signal aufgespürt, um eben diese Trigger zu lokalisieren. Und wenn man sich die damaligen prozeduralen Parameter anschaut, unterscheidet sich es doch deutlich von dem, was wir aus unserer Praxis kennen oder gerade von erfahrenen elektrophysiologischen Zentren kennen, insbesondere wenn multiple Pulmonalvenen angezielt wurden, waren es doch signifikante Prozedurdauern und auch wirklich nicht zu verachtende Fluoroskopiedauern. Die Katheterablation von Vorhofflimmern hat sich seitdem natürlich weiterentwickelt. Das sind hier gezeigt die beiden Verfahren, die sicherlich die gängigsten aktuell sind. Zum einen die Pulmonalvenenisolation mittels Kryoballon. Das basiert auf einem sogenannten Single-Shot-Device, das heißt mit einer einzigen Energieabgabe, in dem Fall Kälteenergie, wird eine zirkumferenzielle Läsion am Pulmonalvenenostium gesetzt. Der Kryoballonkatheter hat integriert einen Mapping-Katheter, der lassoförmig in die Pulmonalvene eingeführt wird, dort zum einen für Stabilität sorgt, zum anderen auch das Pulmonalvenensignal für den Untersucher oder die Untersucherin sichtbar macht und den akuten Ablationserfolg somit kontrollieren lässt. Wir visualisieren uns die Katheterposition mittels Röntgendurchleuchtung und den Kontakt des Ballons mit dem Ostium durch Angiografie. Die alternativ und wenn man so will, die klassische Methode der Pulmonalvenenisolation ist die PVI mittels Radiofrequenz. Hier werden zwei Katheter in der Regel benutzt. Einmal ein Mapping-Katheter, ebenfalls zirkulär für die Ableitung der Pulmonalvenensignale und ein linearer Ablationskatheter, mithilfe dessen man dann Punkt für Punkt diese zirkumferenziellen Läsionen um die Pulmonalvenenostien setzt. Mittlerweile, um auch hier Fluoroskopie zu sparen, kann man 3D-Mapping-Verfahren hier hinzuziehen und diese erlauben ebenfalls eine Charakterisierung des arrhythmogenen Substrates des Vorhofs. Man kann hier Narbengewebe darstellen oder eben so einen gesunden Vorhof hier mit gesundem elektrisch leitendem Gewebe in Violett dargestellt, in diesem Beispiel. Diese beiden Verfahren sind in großen prospektiven Studien gleichwertig. Die Fire-and-Ice-Studie gezeigt, was Effektivität und Risiken angeht, wobei das Risikoprofil sich hier teils unterscheidet. Einzelne Vor- und Nachteile der einzelnen Methode sieht man vor allem auch in den prozeduralen Parametern. Die Kryoballonablation ist in der Regel assoziiert mit etwas kürzeren Prozeduren, ist die etwas weniger komplexe Technologie, wenn man so möchte, oftmals. Jedoch, um die Ballonposition eben darzustellen, braucht man Röntgendurchleuchtung, daher etwas höhere Fluoroskopiezahlen.
Zeiten. An Zentren, die das häufig machen, wir in Heidelberg, wir führen pro Jahr ca. 400 Pulmonalvenenisolationen durch, von denen sind ca. 270 Kryoballonablationen. An Zentren, die das häufig durchführen, sind natürlich diese Prozeduren optimiert. Daher haben wir zum Beispiel hier an einer Beispielkohorte aus einer Observationsstudie recht kurze Prozedurdauern feststellen können und auch sehr kurze Fluoroskopiedauern. Nun der Blick in die Zukunft. Da gibt es aktuell viele Kathetersysteme, viele Devices, sowohl was unterschiedliche Energieformen angeht oder eine Erweiterung bestehender Energieformen, die auf den Markt kommen und die aktuell klinisch und wissenschaftlich evaluiert werden. Ich möchte mich jetzt im Folgenden vor allem auf den Radiofrequenzballon fokussieren sowie auf die Pulsed Field Ablation. Das sind sicherlich Verfahren, die auch aktuell an großen elektrophysiologischen Zentren wie dem unseren auch immer mehr Verbreitung finden und Anwendung finden. Der Radiofrequenzballon, der Heliostar von Biosense Webster in dem Fall, nutzt diese Technologie des Single-Shot-Devices, was die Kryoballonablation auch gewährleistet, benutzt aber in dem Fall dann Radiofrequenzenergie. Und zwar wird diese abgegeben über 10 zirkumferenziell angeordnete Elektroden, die auch gekühlt sind. Und der Ballon an sich ist sehr compliant, das heißt, er kann sich sehr gut an das jeweilige Pulmonalvenenostium kann dort gut platziert werden und eine gute Okklusion schaffen. Die kann man sich mittels Fluoroskopie und Angiografie darstellen, aber auch die einzelnen Elektroden geben Informationen über den Ballonkontakt am Gewebe durch Impedanz- und Temperaturmessung. Auch hier ist ein Mapping-Katheter integriert und was der Vorteil oder das Besondere hierbei vielleicht auch ist im Vergleich zur Kryoballonablation, wo wirklich uniform sozusagen zirkulär Energie abgegeben wird. Hier kann man die Elektroden selektiv ansteuern, gerade in empfindlichen Regionen wie zum Beispiel der Hinterwand, um hier thermische Läsionen an Umgebungsstrukturen zu vermeiden, kann man die Energieabgabe verkürzen oder verringern. Dieser Radiofrequenzballon lässt sich auch im 3D-Mapping-System darstellen, mit hier auch dem Potenzial einer Fluoroskopie-Ersparnis und dem Potenzial, sich das arrhythmogene Substrat eben darzustellen. So sieht es in der klinischen Praxis aus. Der Ballon und seine Elektroden lassen sich auch in der Durchleuchtung darstellen. Hier die jeweiligen Pulmonalvenen auch angiografisch dargestellt, um die Okklusion nochmal zu beurteilen. Und so in dem 3D-Mapping-System lässt sich der Ballon und die Position in der Pulmonalvene visualisieren. Es gibt einen Index, der einem auch die jeweilige Entfaltung des Ballons anzeigt. Und für jede Elektrode bekommt der Untersucher oder die Untersucherin Informationen über den Impedanzabfall, über die Temperatur und somit über die Qualität der Läsion, die gesetzt wird. Auch hier gibt es mittlerweile Langzeitdaten, zum einen aus der Radiance-Studie mit einem noch kleineren Patientenkollektiv, wo aber schon bereits recht kurze Prozedurdauern gesehen wurden, vor allem ein hoher akuter Erfolg, was die akute Rate der Pulmonalvenenisolation angeht. Alle Pulmonalvenen konnten isoliert werden. Durch den Einsatz von 3D-Mapping-Verfahren auch kurze Fluoroskopiezeiten und im Langzeitverlauf auch sehr gute tatsächlich Raten von Freiheit von Arrhythmien. Kürzlich erschienen ist auch das 12-Monats-Follow-up der Scheinstudie. Hier handelt es sich um ein etwas größeres Patientenkollektiv aus mehreren Zentren, wo sich die prozeduralen Parameter nochmals mit steigender Erfahrung mit dem Device verbessern ließen. Die Rate an Komplikationen war gering und bestand in einer retroperitonealen Blutung, die jedoch im Rahmen der transseptalen Punktion stattfand oder mechanistisch ausgelöst wurde, nicht durch das Device selber mutmaßlich. Die
Effektivität, was den rhythmologischen Erfolg anging, lag bei 70%, was ungefähr dem entspricht, was wir aus groß angelegten Studien zur Kryoballonablation und RF-Ablation kennen. Der Heliostar findet auch am Universitätsklinikum Heidelberg Anwendung. Hier haben wir einmal die prozeduralen Daten von unseren ersten 20 Patienten dargestellt. Hier konnten ebenfalls alle Pulmonalvenen akut isoliert werden, davon der Großteil mit einer einzigen Energieabgabe, also tatsächlich einem Single Shot. In den anderen Fällen musste noch einmal lokal nachgearbeitet werden. Auch hier bereits schon bei den ersten Fällen wirklich erfreuliche Prozedurdauern und kurze Anwendung von Fluoroskopie und auch die Zeit bis zur Pulmonalvenenisolation in den Fällen, wo tatsächlich mit einer einzigen Energieabgabe es zu einer Pulmonalvenenisolation kam, war tatsächlich für uns auch beeindruckend, sodass wir auch dieses Device weiter evaluieren. Hier konnte man auch am 3D-Map vorher und nachher sehen, wie die Läsion sich manifestiert. Hier sehen wir den linken Vorhof eines Patienten von posterior PA. Die Pulmonalvenen, da sie mich elektrisch leiten, sind hier rot. Elektrisch leitendes Gewebe ist violett. Und dieses Bild zeigt den Vorhof desselben Patienten nach Ablation. Und man sieht hier tatsächlich schön an den Pulmonalvenenostien scharf abgegrenzte Läsionen bei allen vier Pulmonalvenen. Die Pulsed Field Ablation ist eine neue Energieform, die aktuell viel diskutiert wird und unser Repertoire mutmaßlich vielleicht in Zukunft erweitern wird. Die Methode beruht auf einer nicht thermischen Ablation. Es wird lokal ein elektrisches Feld erzeugt, was dazu führt, dass in der Zellmembran von Zellen es zur Porenbildung kommt und somit zu einer Induktion eines Zelltodes. Diese Energieabgabe, das elektrische Feld, soll hierbei gewebespezifisch sein. Das heißt, im Fall von Katheterablation kardialer Arrhythmien ist es spezifisch für Kardiomyozyten. Und der Grundgedanke ist, besondere Komplikationen der Katheterablation, wie zum Beispiel Phrenikusparesen, atrioösophageale Fisteln, hierdurch zu verringern, da tatsächlich nur kardiales Gewebe angesteuert wird. Die ersten Daten mit Systemen mit PFA, Pulsed Field Ablation oder Elektroporation, zeigten eine beeindruckende Läsionsdurabilität auch im Vergleich zu herkömmlichen Energieformen. Und dass der Katheter, der als erstes sozusagen evaluiert wurde und momentan auch am breitesten Anwendung findet, ist der von Farapulse, jetzt zu Boston Scientific gehörend. Auch dieser Katheter ist eine Art Single-Shot-Device, wird über einen Draht in das linke Atrium eingeführt, wie auch der Kryoballon. Und diesen Katheter kann man in zwei Konfigurationen formen, jeweils zwei Energieabgaben oder elektrische Feldabgaben werden in jeder Konfiguration pro Pulmonalvene abgesetzt. Die Datenlage ist so, dass eine Pulmonalvenenisolation hier teils in wirklich wenigen Sekunden, unter 10 Sekunden möglich ist. Auch hier in den ersten Vorher-Nachher 3D-Mapping-Studien zeigten sich sehr abgegrenzte Läsionen und extrem niedrige Komplikationsraten. Also dieser Anspruch der Technologie scheint auch tatsächlich in der klinischen Praxis sich zu bewahrheiten. Das muss natürlich auch in die klinische Praxis und in den rhythmologischen Therapieerfolg translatieren. Aber hier gibt es erste Daten, die eine hohe Freiheit von atrialen Arrhythmien bei dieser Methode aufweisen. Zwei andere Kathetersysteme möchte ich noch vorstellen, die vor allem auch noch in der wissenschaftlichen Evaluation sich befinden. Das eine ist der Lattice-Tip-Katheter. Der Grundgedanke hinter diesem
dieser Katheterform ist, dass je geringer die Fläche unter der Katheterspitze ist, an der Energie abgegeben wird, desto dichter ist, desto größer ist die Stromdichte, die darunter entsteht. Das führt zwar zu tiefen Läsionen, aber birgt die Gefahr einer Überhitzung, gegebenenfalls dadurch Thrombenbildung oder solchen Luftblasen, die eventuell lokal entstehen können und durchaus traumatisch sein können. Bei diesem Lattice-Tip-Katheter ist die Auflagefläche größer. Dadurch entsteht eine kontinuierliche Läsion und eben mit der mutmaßlich verringerten Gefahr entsprechender Komplikationen. In den ersten Daten zeigten sich hier sehr günstige prozedurale Parameter, auch was die Läsionsqualität angeht. Jedoch kam es zu einer atrioösophagialen Fistel bei diesem System, sodass nun auch ein Modell entwickelt wurde, was tatsächlich diese Radiofrequenzenergieabgabe mit dem Lattice-Tip-Katheter mit Pulse Field Ablation kombinieren kann. Also, und hier gerade in der Hinterwand gegebenenfalls Pulse Field Ablation angewandt werden kann. Also auch diese Option gibt es gegebenenfalls in Zukunft von Kathetersystemen, die zwei verschiedene Energieformen anwenden können, um hier das Optimum zu schaffen. Auch für die, die es eher kühl mögen, gibt es eine Innovation, die Ultra-Low Temperature Ablation mit dem verbreitetsten ist das Adagio-System. Das gibt es nicht nur für die Pulmonalvenenisolation, sondern hier existieren von diesem System verschieden geformte Katheter für verschiedene Indikationen. Und hier ist der Grundgedanke, dass durch eine extrem niedrige Temperatur von teils fast minus 190 Grad die Effektivität der Läsionsbildung nochmal gesteigert wird. Aber auch hier bedarf es sicherlich weiterer klinischer und vor allem Langzeitdaten, um zu sehen, ob das tatsächlich auch der Fall ist in der klinischen Praxis. Jedes dieser Systeme hat natürlich seine eigenen Stärken und Schwächen, was das Komplikationsprofil angeht, was die Effektivität angeht. Und es ist vorstellbar, dass gerade in Zukunft wir vielleicht noch viel mehr individualisiert, je nach Fall, das System auswählen, das für den oder diejenige Patientin am besten geeignet ist. Aber auch hier brauchen wir eben wissenschaftliche Daten. Ein paar Worte noch zu ventrikulären Arrhythmien. Hier ist natürlich die Katheterablation eine etablierte Methode, gerade bei der ischämischen Kardiomyopathie. Dennoch, wie auch schon im Vorgängervortrag angedeutet, gibt es die Fälle, wo wir auch mit unseren Methoden an die Grenzen stoßen. Hier lohnt sich manchmal auch ein Blick über den Tellerrand und zu anderen Fachdisziplinen. Bei einer Fallserie von Patientinnen und Patienten mit Therapie refraktärer ventrikulärer Tachykardie aus den USA wurde eine kardiale Bestrahlung angewandt, basierend auf einer detaillierten Bestrahlungsplanung, bei der MRT-Bildgebung, CT-Bildgebung und auch elektrophysiologische Mapping-Verfahren zu Hilfe und als Basis genommen wurden. Und hier konnte in diesen sehr speziellen Fällen gezeigt werden, dass es zu einer Reduktion der Arrhythmielast durch diese zusätzliche Therapie kommen kann. Und wir als universitäres Zentrum haben natürlich oft diese komplexen Fälle mit einer langen und komplexen rhythmologischen und kardialen Vorgeschichte, die teils auch medikamentös austherapiert scheinen und wo auch wir zusammen mit unseren Strahlentherapeuten diese Methode in einer Fallserie anwenden und das auch begleitend grundlagenwissenschaftlich evaluieren. Ich möchte kurz zusammenfassen, insbesondere bei der relevanten Arrhythmie, dem Vorhofflimmern, ist eine Vielzahl von Innovationen, was Ablationsverfahren und Katheter angeht, derzeit in Evaluation.
Dabei scheinen besonders diese Single-Shot-Devices oder ballonbasierte Devices aufgrund der positiven Erfahrungen in der Vergangenheit eine Basis für viele dieser Innovationen darzustellen. Das wird erweitert, sicherlich in Zukunft durch weitere Energieformen wie der Pulsed Field Ablation, aber all dieses bedarf natürlich noch weiterer groß angelegter Beobachtung. Und vielleicht ist eben die Zukunft, liegt die Zukunft darin, dass wir noch viel maßgeschneiderter einzelne Ablationsverfahren, wenn sich unser Repertoire immer weiter erweitert, noch auswählen können für unsere jeweiligen Patienten und Patienten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Zöller, für den schönen Vortrag und den Überblick über die neuesten Möglichkeiten der interventionellen Elektrophysiologie, die wir ja auch in Heidelberg alle anbieten. Ich darf, bevor wir in die Diskussion eintreten, alle nochmal auf den Code 1 hinweisen, der jetzt gerade gezeigt wird. Wenn Sie den bitte notieren, also 2022 HCR Ausrufezeichen und dann an die genannte E-Mail-Adresse dann später schicken, dann wird das berücksichtigt für die Erteilung der Fortbildungspunkte. Nochmal Code 1 2022 HCR Ausrufezeichen. Ja, gibt es Fragen aus der Runde? Und darf ich wieder beginnen, Frau Zöller? Also dieses mit der Bestrahlung, was Sie zum Schluss noch kurz angesprochen hatten, das hat ja für viel Furore gesorgt und es ist eine spektakuläre Methode, die natürlich jetzt noch keine großen Serien vorweisen kann und auch noch keine Langzeiterfahrung. Vielleicht nochmal so eine konzeptionelle Frage an Sie. Also das ist ja naturgemäß etwas weniger genau als vielleicht eine präzise Ablation mit einem Katheter. Nun habe ich auch schon Stimmen gehört, die sagen, das ist gerade der Vorteil der Methode, weil die so ein bisschen diffuser wirkt und damit möglicherweise eben auch in der Nähe eines Substrates gleich mögliche Foci mit abladiert. Wie ist also Ihre Haltung? Hat das wirklich Zukunft? Ersetzt das vielleicht irgendwann sogar die Ablation oder ist das eher doch eine Nischenindikation in Zukunft? Spekulieren Sie mal. Also im Moment ist es sicherlich eine Nischenindikation, allein schon deswegen, weil es eben in Fällen angewandt wird, wo man wirklich mit dem Rücken an der Wand steht und wo alle anderen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft sind. Und daher, weil auch jeder dieser einzelnen Fälle so individuell ist, ist es auch schwierig, ein allgemeingültiges Urteil über diese Methode zu fällen. Und wir müssen sicherlich noch warten, bis es wirklich größere, auch multizentrische Fallserien dazu gibt, um hier nicht nur zu spekulieren, sondern uns und auch gezielte Aussagen zu treffen. Ich denke, gerade in diesen Fällen ist es von Vorteil, dass diese Bestrahlungstherapie nicht ganz punktuell wirkt, sondern auch in Umgebungsbezirken von zum Beispiel Narben, wobei aber auch diese Bestrahlungsplanung ja auch genau abzielt auf arrhythmogene Areale, die man in der Bildgebung oder in der invasiven Elektrophysiologie schon identifiziert hat. Was die Zukunft angeht, inwieweit das auch zu erweitern ist oder die Katheterablation ersetzt, glaube ich, dass es auch aufgrund dieser Tatsache, dass es eben nicht ganz punktuell wirkt, immer noch eine Berechtigung für die invasive Elektrophysiologie geben wird und das erstmal eben in dieser Indikation sicherlich evaluiert werden muss, um dann sich weiterzuentwickeln. Ja. Gibt es weitere Fragen? Dirk Thomas sieht so aus, als würde er eine Frage stellen. Und bitte, Dirk, oder einen Kommentar. Ja, also erstmal gerne auch noch einen Kommentar zu der Bestrahlungstherapie. Das ist ja wirklich ein extrem spannendes Feld, wie ich finde. Und die Art und Weise, wie wir das hier untersuchen, ist ja schon breit aufgestellt. Also wir haben ja auch angefangen durchaus mit Untersuchungen an Tiermodellen dazu und begleiten auch jetzt die Untersuchungen mit zellulären Studien, wo wir dann besser verstehen wollen, wie welche Strahlenart und welche Strahlendosis dann auf zellulärer Ebene auch die Elektrophysiologie des Herzens verändert. Und man kann, wenn die Frage nach der Präzision kommt, haben wir auch da schon mehrere Tools an der Hand, denn durch die Wahl der Strahlenform, also wenn wir zum Beispiel Gammastrahlen vergleichen mit schwerer Ionenstrahlung, haben wir zum einen mit der Gammastrahlung die Möglichkeit, eher dieses gerade eben angesprochene Konzept zu bedienen, wo eben etwas breiter noch der Wirkbereich
Bereich eingestellt ist, wohingegen man mit schweren Ionen dann relativ spezifisch in einer vordefinierten Tiefe sehr punktuell eine Läsion setzen kann. Und das sind durchaus Aspekte, die wir auch beachten und derer wir uns dann auch später bedienen wollen. Aber ich sehe das natürlich auch so, dass das, gerade weil es ja auch immer bei Bestrahlung potenzielle biologische Effekte gibt, sicherlich eine sehr spezifische Indikation bleiben wird. Die Frage, die ich noch hatte, war zur Katheterablation des Vorhofflimmerns. Da waren jetzt eine ganze Reihe von Technologien, die da neu auf dem Markt sind und die müssen natürlich sortiert werden. Man muss sich die beste raussuchen. Wie sieht das denn aus Zuweisersicht, wenn jetzt ein Zuweiser, eine Zuweiserin einen Patienten hat und eine ganz spezifische Methode angewandt haben möchte? Funktioniert das auch? Also kann man mit einem speziellen Methodenwunsch auch kommen zu dir oder wird das in-house dann erstmal zugewiesen, wie es geeignet ist oder nicht? Also wir sind da natürlich offen, auch für spezifische Wünsche und insbesondere natürlich auch die geeignete Methode mit dem Zuweiser oder der Zuweiserin zu diskutieren und hier für den individuellen Fall das Optimum auszuwählen. Also natürlich sind wir offen, würden aber auch jederzeit, wenn da Rückfragen bestehen oder die Frage an uns ist, was ist denn die geeignete Methode, hier gerne in Kontakt und in Diskussion treten. Und aus Anwenderinnensicht, hast du eine Lieblingsmethode oder sind die alle gleich recht? Ich würde mich jetzt nicht festlegen auf eine. Das ist eine weise und diplomatische Antwort. Ich wollte gerade weitermachen, aber Xonogalos, Sie haben noch schnell eine Gelegenheit für eine Frage. Vielen Dank, Herr Professor Frey. Also lieber Maurer, vielen Dank für die schöne Präsentation. Ich habe eine Frage nur, diese Heliostar, das ist eine neue Technologie. Gäbe es aus deiner Sicht irgendwelche anatomische Besonderheiten, die dann gegen die Anwendung dieser Methode sprechen würde? Zum Beispiel, wie ist das mit gemeinsamen Ostien im Vorhof oder wenn ein Patient drei kleinere Venen hat anstatt zwei auf der einen Seite? Wie sieht es da aus? Ja, also gerade was anatomische Besonderheiten angeht, soll dieser Ballon tatsächlich einige Vorteile haben, die wir in unserer klinischen Praxis natürlich auch versuchen weiter einzuschätzen, einzugrenzen. Dadurch, dass man sowohl zirkumferenziell als auch segmental arbeiten kann, kann man zum Beispiel bei gemeinsamen Ostien hier nochmal einzelne Regionen spezifisch nochmal nachbearbeiten sozusagen. Ob es einzelne Venenanatomien gibt, die sich überhaupt nicht eignen, das haben wir jetzt in unseren Beobachtungen noch nicht erlebt. Aber werden das sicherlich weiter im Beobachten. Der Ballon an sich ist sehr tatsächlich compliant, sodass wir oft erleben, dass wir einen sehr, sehr guten Kontakt haben und diese zusätzlichen Informationen durch diese Elektroden, die auf dem Ballon positioniert sind, sind hier tatsächlich auch sehr hilfreich, um nochmal die Position zu optimieren, gerade vielleicht, wenn es nicht ganz die typische Anatomie ist. Ja, vielen Dank nochmal, Frau Züller, für den Vortrag und wir machen dann weiter und ich freue mich, als nächstes ansagen zu können, Frau Professor Schmidt, die uns jetzt Auskunft geben wird im ersten Vortrag über Device-Therapien. Wir werden gleich noch über die ECD-Implantation etwas hören und hier auch den aktuellen Stand und sicher auch einige künftige Innovationen oder mögliche Innovationen uns vorstellen wird. Frau Schmidt, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Professor Frey, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite darf ich Sie nochmal ganz herzlich zu diesem elektrophysiologischen Herzdialog begrüßen und möchte mit Ihnen einen Blick auf aktuelle und zukünftige Device-Therapien sowie ihre Entwicklungen und Technologien werfen. Wir diskriminieren in der Device-Therapie im Wesentlichen zwischen Pacing-Therapien und ICD-Therapien. In beiden Armen gab es über die vergangenen Jahre einige Weiterentwicklungen, die neue therapeutische Optionen und gleichfalls Patienten optimierte Versorgung zulassen. Ein historischer Rückblick der Herzschrittmachertherapie, hier nochmal visualisiert, zeigt sehr eindrücklich den durchlaufenden Paradigmen-Shift in der Pacing-Therapie, angefangen in den 1950er Jahren
bei denen Herzschrittmachersystemen von mehreren Personen bedient werden mussten und nur wenige Stunden genutzt werden konnten, über transportable Systeme bis hin zu erstmalig vollständig implantierbaren Pacing-Systemen. Ein aktuell weiterhin gültiger Goldstandard der Herzschrittmachertherapie wurde schließlich ungefähr 2015 etabliert, mit Weiterentwicklung des kabellosen Herzschrittmachers 2016 und zukünftigen Perspektiven auf batterielose und damit noch mehr miniaturisierte Pacing-Systeme. Die Standard-Herzschrittmachertherapie verfügt heute über vollständig automatisierte Messprotokolle. Eine MRT-Zulassung bei 1,5 und 3 Tesla ist möglich. Konnektivitätslösungen über BlueSync-Technologien, lange Batterielaufzeiten um die 15 Jahre sind Standard und signifikant verbesserte Algorithmen, im Besonderen im Bereich der Arrhythmiedetektion. Im Bereich der Elektroden gibt es ebenfalls eine Weiterentwicklung mit sogenannten trifiliären Innenleitern, die nicht nur eine verbesserte mechanische, sondern auch im Besonderen eine verbesserte elektrische Eigenschaften im Wesentlichen im Bereich der Signaldetektion im Vergleich zu den herkömmlichen unifiliären Innenleitern ermöglichen. Der Standardimplantationszugang, den wir heute wählen, bei Vorhandensein der Vena cephalica, ist vorzüglich von links zugunsten einer reduzierten mechanischen Abnutzung und Materialbelastung angepasst, natürlich an die Anatomie. Alternativ nutzen wir auch gerne die Vena subclavia sinistra. In Anbetracht der demografischen und medizinischen Entwicklung hat allerdings der Anteil an internistischen Komplexpatienten über die letzten Jahre zunehmend auch den Bereich der Deviceversorgung vor neue Herausforderungen gestellt. Es ergeben sich für uns täglich immer mehr Fragen hinsichtlich von Zugangsproblemen bei Patienten mit beispielsweise Dialysepflicht, Schandzugängen, Gefäßverschlüssen, einliegenden Portsystem, aber auch bei Zustand nach Mastektomie oder Zustand vor oder nach einer Strahlentherapie sowie Vorhandensein von epimyokardialen Sondensystemen, aber auch im Besonderen natürlich bei Zustand nach systemischen Device-Infektionen. Hier müssen wir an jede Kasuistik adaptiert eine Lösung finden und auch einen richtigen Zugang wählen. Vor diesem Hintergrund sind wir sehr, sehr froh, dass die letzten Jahre einen sogenannten Leadless Pacemaker auf den Markt gebracht haben, der aktuell nur von einer Firma verfügbar ist. Es handelt sich hierbei um eine sehr kleine Kapsel mit insgesamt 4 Fixationsärmchen, die dafür sorgen, dass man diese Kapsel passiv im Myokard verankern kann mit 1,75 Gramm und 0,8 Kubikzentimeter, hat diese Kapsel eine sehr gute Miniaturisierung erreicht und ist, wie gesagt, aktuell als sogenannter Mikraschrittmacher für uns verfügbar. Hier mal eine Visualisierung, wie bauen wir jetzt eigentlich so einen Mikraschrittmacher ein? Sie sehen hier den Überblick über eine Implantationsprozedur, über einen venösen Leistenzugang und Verwendung einer relativ großen Führungsschleuse wird ein Platzierungskatheter, der den kabellosen Herzschrittmacher beherbergt, in das rechtsventrikuläre Septum in eine vorzugsweise mitsymptale Position eingebracht und dort mittels passiver Fixationsärmchen positioniert. Das Ganze läuft fluoroskopisch gesteuert mit einer Prozedurdauer von ca. 30 Minuten. Hier nochmal ein schematischer röntgenologischer Querschnitt des Positionierungsmanövers auf der rechten Seite, das den sogenannten Zugtest beinhaltet und damit auch die mechanische Stabilität der Verortung der Kapsel testen soll. Die initiale Version des Leadless Pacemakers war ausschließlich ein VVI-Schrittmacher und auch als solcher einzusetzen. Deshalb sind wir sehr froh, dass es hier eine Weiterentwicklung in der letzten Zeit gab, in Form eines sogenannten VDD-Schrittmachers. Viele von Ihnen erinnern sich sicherlich an die in früherer Zeit häufiger verwendeten VDD-Schrittmacher-Elektroden, die wir heute nur noch in seltenen Fällen verwenden. Dieses Prinzip kommt hier wieder auf und erlaubt in diesem Fall eine sehr schöne AV-sequentielle Stimulation über einen Leadless Pacemaker. Ein Accelerometer erkennt hierbei die mechanische Vorhofaktivität, um ventrikulär synchron zu stimulieren. Insgesamt gibt es hier 11 Algorithmen, die zur Funktionalität dieser AV-Synchronizität beitragen. AV-Überleitung, Moduswechsel, Frequenzglättung, Aktivitätsmoduswechsel. Batterielaufzeiten sind sehr gut mit 8 bis 13 Jahren, natürlich adaptiert an den individuellen Pacing-Bedarf. Insgesamt handelt es sich hier auch um MRT-fähige Systeme, also Ganzkörper-MRT-Fähigkeit mit 1,5 und 3 Tesla. Der VDD-Mikraschrittmacher bietet ein verbessertes Schlagvolumen an im Vergleich zum VVI-Schrittmacher. Das heißt, sobald eine Indikation hierfür gesehen wird, sollte man auch unbedingt dieses System wählen. Und zeigt genauso wie der VVI-Mikraschrittmacher eine geringe Dislokationsrate und sehr geringe verfahrensassoziierte Infektionsraten sowie weniger schwerwiegende Komplikationen im Vergleich zu unseren herkömmlich implantierbaren Schrittmachersystemen.
Ein weiteres sehr wichtiges Kapitel der Device-Therapie betrifft die kardiale Resynchronisationstherapie, die einen sehr wichtigen Stellenwert auch in der modernen Herzinsuffizienztherapie trägt. Notwendig hierfür sind insgesamt 3 Elektroden. Wir müssen eine rechtsatriale Elektrode implantieren, eine rechtsventrikuläre sowie eine sogenannte linksventrikuläre Elektrode. Hierfür nutzen wir den Zugangsweg über den sogenannten Koronarsinus, um damit eine biventrikuläre Resynchronisations-Pacing-Therapie zu ermöglichen und eine kardiale Dyssynchronie zu vermeiden, um praktisch einer Herzinsuffizienzentwicklung hier entgegenzuarbeiten. Ein wesentlicher Parameter, der gleichfalls auch über die Güte dieser kardialen Resynchronisationstherapie bzw. des Erfolges entscheidet, ist die individuelle Koronarsinusanatomie. Wie diese Visualisierung zeigt, gibt es in diesem Fall sehr unterschiedliche Zielgefäße. Diese können aber auch in Fällen von starken Degeneration des venösen Systems fehlen. Oder wir haben auch nur einzelne Zieläste, die unter Umständen keine stabile Fixation unserer Elektroden zulassen. Oftmals sind wir mit Stenosen oder Venenklappen in diesem Bereich auch konfrontiert, sodass wir letztendlich durch diese Prozedur keine optimierten Resynchronisationszeiten erreichen können. Deshalb sind wir sehr froh über die Weiterentwicklung des sogenannten Multipoint-Pacings, welches nur mittels quadripolarer Elektroden anwendbar ist und gleichfalls von den linksventrikulären Eigenschaften natürlich auch in gewisser Maßen abhängt. Hier kann idealerweise über einen automatisierten Algorithmus stets der beste Resynchronisationsvektor identifiziert werden. Ziel der Anwendung ist es natürlich, über diese möglichen 10 Stimulationsvektoren eine Vermeidung beispielsweise von Phrenikostimulation, eine Optimierung im Energieverbrauch zu erzielen, sowie eine Optimierung in der Hämodynamik und natürlich die bestmöglichste Resynchronisation für den Patienten. Die kardiale Resynchronisationstherapie ist eine erprobte und auch effektive Therapie der chronischen Herzinsuffizienz, aber ein Viertel unserer Herzinsuffizienzpatienten erfüllt zwar die Implantationskriterien, davon sind allerdings nur ein Drittel circa Non-Responder, wobei man hier auf die Abhängigkeit der anatomischen Gegebenheiten natürlich verweisen muss, die hier in einigen Fällen einfach eine sehr zentrale Rolle spielen. Gefragt ist deshalb eine Optimierung, sowohl Präimplantationen hinsichtlich der Auswahl der richtigen Patienten, Periimplantationen bezüglich der Sondenpositionierung, wie aufgezeigt, und natürlich auch Postimplantationen hinsichtlich einer optimierten Nachsorge. Studien haben ganz klar einen fehlenden Benefit für Patienten mit einer klassischen Rechtschenkelmorphologie gezeigt, sowie bei Patienten mit einer QRS-Dauer von kleiner 130 oder 140 Millisekunden, Frauen oder Männer kategorisiert. Festzuhalten bleibt, dass Patienten mit einer QRS-Dauer über 130 bzw. über 140 Millisekunden bei Männern und einer klassischen Linksschenkelblockmorphologie am meisten von einer kardialen Resynchronisationstherapie profitieren. Die aktuellen Guidelines und auch Literatur gibt hier sehr gute Prädiktoren an die Hand bei der Auswahl des richtigen Patienten für die Therapie. Das heißt, hier lohnt es sich immer unbedingt, auch in Grenzfällen nochmal einen Blick eventuell reinzuwerfen. Intraoperative Messungen, die wir standardisiert durchführen, geben uns auch intraprozedural meist schon eine sehr gute Prädiktion darüber, ob ein Patient von dieser Therapie profitieren wird. Eine weitere Option ist eine echokardiografisch geführte Optimierung der Sondenimplantation. Diese stellt allerdings in der Praxis, wie Sie sich denken können, ein sehr aufwendiges und sehr stark von den individuellen Schallbedingungen abhängiges Verfahren, da im Besonderen unter Sedierungsbedingungen, wobei eine direkte Überlegenheit zur rein elektrischen orientierten Implantation nicht gezeigt werden konnte. Und vor diesem Hintergrund muss man sagen, ist die echokardiografisch begleitete Implantation sicherlich für Einzelfälle nur anzuwenden. Eine Weiterentwicklung hier, die allerdings noch in den Kinderschuhen steckt, ist eine MRT-geführte Implantation, die zum Beispiel auch morphologische Kriterien berücksichtigen kann, wie zum Beispiel Vernarbungsaspekte, die nicht unrelevant sind, und natürlich über die Leitungseigenschaften letzten Endes entscheiden. Hinsichtlich der CRT-Nachsorge, hier ist unbedingt ein ganz wichtiges Ziel, einen 100%igen biventrikulären Pacing-Anteil auch anzustreben für den Patienten. Stichwort Mortalität und Hospitalisation, das haben uns Studien sehr eindrücklich gezeigt. Eine EKG-Bestätigung stets immer
mit in die Nachsorge zu integrieren im Oberflächen-EKG, gegebenenfalls den Patienten einer Ergometrie auszusetzen, um gegebenenfalls auch einen Loss auf biventrikulären Capture-Verlust zu demaskieren. Viele Patienten haben unter Belastung eine höhere Herzfrequenz und dementsprechend findet darunter keine biventrikuläre Stimulation mehr statt. Man sollte unbedingt erkennen, wenn Patienten viele Fusionsschläge haben, das kann auch eine biventrikuläre Stimulation vortäuschen. Und oftmals können wir auch mit einer optimierten medikamentösen Therapie noch einen besseren Resynchronisationserfolg erzielen, beispielsweise Steigerung der Beta-Blockade oder die Wahl des richtigen Beta-Blockers. Und natürlich bei Patienten, die frequenzentglittenes Vorhofflimmern haben, sollten wir unter Umständen auch frühzeitig, und das hat uns der APAV-CRT-Trial, den ich mit Ihnen bereits im Rahmen der ESC-News diskutiert hatte, sehr schön gezeigt, dass Patienten in diesen Fällen auch von einer AV-Knotenablation profitieren. Sehr wichtig ist natürlich eine AV- und VV-Optimierung als zentraler Bestandteil der Pacing-Therapie. Alle Hersteller haben eigentlich derzeit automatisierte AV- und VV-Optimierungsalgorithmen, die sich in den einzelnen Parametern ein bisschen unterscheiden. Und hier bietet es sich auch unbedingt an, schon bei der Wahl des Herstellers, wenn man daran denkt, einen Patienten mit einem kardialen Resynchronisationsdevice zu versorgen, eventuell auch schon weiterzudenken, nämlich hinsichtlich der optimierten Algorithmen für diesen Patienten. Aktuell gibt es hier auch einige Studien von den unterschiedlichen Herstellern. Hier nehmen wir auch teil an vielen Studien, um eben zu helfen, diese AV- und VOV-Algorithmen noch mehr zu optimieren. Ein weiterer Aspekt der kardialen Resynchronisationsnachsorge und Betreuung der Patienten ist auch ein verbessertes Home-Monitoring. Hier bieten die unterschiedlichen Hersteller immer umfassendere Optionen an, die Hospitalisierung von Patienten frühzeitig entgegenwirken können und im Bereich auch von Pandemiesituationen natürlich ein regelmäßiges Monitoring unserer Patienten ermöglichen und rechtzeitige Erkennung, wenn wir etwas umstellen müssen. Im Bereich der Koronarsonden gibt es auch laufende Weiterentwicklungen. Ich hatte bereits die anatomischen Limitationen aufgezeichnet und hier gibt es auch Gegenmaßnahmen hinsichtlich der Materialeigenschaften zu nennen. Ist hier beispielsweise eine ultradünne linksventrikuläre Sonde mit der Dimension eines PTCA-Drahtes, die erlauben soll, auch venöse Stenosen zu passieren und damit erweiterte Pacing-Punkte zu erreichen. Auch hier nehmen wir aktuell an einer Etablierungsstudie teil und ich möchte Ihnen hier einmal ganz kurz den Vergleich zeigen. Sie sehen hier rechts oben im Bild einmal den Vergleich einer klassischen quadripolaren Koronarsinuselektrode im Vergleich zu dieser Neuentwicklung mit den Dimensionen eines PTCA-Drahts. Und hier erhoffen wir uns, noch verbesserte Pacing-Optionen bei unseren Patienten erreichen zu können. Eine alternative Pacing-Methode, von der Sie alle auch schon mal im Rahmen des ESCs, wie gesagt, gehört haben, ist das sogenannte HIS-Pacing oder auch das Left-Bundle-Branch-Pacing. Auf beide möchte ich ganz kurz eingehen. Die Idee des HIS-Pacings ist, die physiologische Erregung nachzuahmen, mit dem Ziel von schmalen Kammerkomplexen sowie Prävention der ventrikulären Dyssynchronie erneut und einer elektrischen und mechanisch optimierten Resynchronisation. Im Vergleich zur herkömmlichen rechtsventrikulären Elektrodenplatzierung, hier links einmal gezeigt, sucht man den Punkt des spezifischen HIS-Signals auf. Das ist hier einmal rechts oben im Bild gezeigt. Um dieses Signal detektieren wir mit der Elektrodenspitze und platzieren genau dort an diesem HIS-Signal praktisch die Elektrode. In der anfänglichen Implantationsphase dieser Prozedur kam es auf Basis des sehr kleinen Implantationsareals und mechanisch deutlich anspruchsvolleren Platzierungsprozedur häufig auch zur sekundären Dislokation der Elektrode, sodass wir im Fall von zum Beispiel schrittmacherabhängigen Patienten, und das machen andere Zentren ganz genauso, teilweise auch zusätzliche rechtsventrikuläre Elektroden wählen. Dies ist hier sehr schön in der röntgenologischen Darstellung nochmal zu sehen. Das heißt, hier verwenden wir einfach drei Kammer-Pacing-Systeme, um vorzubeugen, dass Patienten Asystoliephasen erleiden. Hier ein Blick auf eine sehr erfolgreiche Resynchronisationskasuistik aus unserem Haus mittels HIS-Pacing. Das Ganze ist über einen 2-Kammer-Herzschrittmacher getrieben und Sie sehen sehr schön im Oberflächen-EKG einen absolut schmalen QRS-Komplex.
stellt sich also die Frage, was ist denn nun eigentlich eine echte Resynchronisation? Wir sehen hier links im 12-Kanal-Oberflächen-EKG einen intrinsischen Linkschenkelblock sowie ein HIS-Bündel, eine durch HIS-Bündel-Pacing erzeugte Stimulationskorrektur dieses Linkschenkelblocks und gleichfalls auch eine biventrikuläre Stimulation bei einem einzelnen Patienten. Rechts sehen wir ein sogenanntes Activation Map einer linksventrikulären und rechtsventrikulären Aktivierung, die vom gleichen Patienten während intrinsischem Rhythmus mit Linksschenkelblock oder selektiver HIS-Bündelstimulation und biventrikulärer Stimulation aufgezeichnet wurde. Die Farbskala links zeigt die späte blaue Aktivierung, die während der intrinsischen Aktivierung an der lateralen Wand des linken Ventrikels auftritt. Bei der HIS-Bündelstimulation ist dies nicht zu sehen. Das heißt, dass links Bündelaktivierungsmuster ist während der HIS-Bündelstimulation nicht mehr vorhanden. Stattdessen wird ein normales physiologisches ventrikuläres Muster gesehen. Während der biventrikulären Stimulation breitet sich die Aktivierung von den frühen Aktivierungsstellen sowie im RV als auch im LV aus. Sowohl das HIS-Bundle-Branch-Pacing als auch das biventrikuläre Pacing reduzieren den linksventrikulären Desynchronisationsindex signifikant, wobei hier die Reduktion noch stärker im Falle des HIS-Bundle-Branch-Pacings ist. Sowohl das HIS-Bundle-Branch-Pacing als auch das biventrikuläre Pacing verkürzt im 12-Kanal-Oberflächen-EKG, wie wir hier nochmal quantifiziert sehen, sehr schön die QRS-Dauer um die 33 Millisekunden und wir sehen auch deutliche Verbesserungen im Bereich der hemodynamischen Antwort, die nochmal mehr verbessert wird durch den Fall des HIS-Bundle-Branch-Pacings. Leider muss man an dieser Stelle sagen, dass dies zwar im Moment eine bereits standardisierte Prozedur ist, allerdings deutlich aufwendiger ist als eine klassische rechtsventrikuläre oder auch septale Positionierung einer Sonde. Das heißt, wir brauchen hier deutlich mehr Materialien. Oftmals ist es so, dass wir keine ganz spezifischen Signale im Moment der Fixation der Elektrode erreichen können und damit dann auch deutlich höhere Reitschwellen haben, was wiederum dann auch die Batterielaufzeiten verkürzt und natürlich beispielsweise auch so etwas wie Qualitätssicherung kompromittiert, sodass wir hier in Einzelfällen entscheiden, welcher Patient ist A der geeignete und welcher Patient profitiert mutmaßlich am meisten von einer HIS-Bündel-Pacing-Implantation. Ein Blick auf das Reizleitungssystem zeigt uns, dass es natürlich noch weitere Pacing-Lokalisationen geben kann, die ein Mimikry einer physiologischen Erregung darstellen können. Und in diesem Kontext ist das Links-Bundle-Branch-Pacing zu nennen. Eine weitere in der zunehmenden Etablierung befindliche Option stellt diese Methode da. Hierbei gibt es unterschiedliche Zugangskonzepte von transmural-venös bis zu transseptal. Hierbei ist es erfahrungsgemäß noch schwieriger, ein spezifisches Signal nach der Fixation der Elektrode zu erreichen als beim HIS-Bundle-Branch-Pacing. Oft erzielt man hier initial sehr leicht ein spezifisches Signal, was sich dann allerdings im Laufe dann doch wieder relativiert. Hier nochmal eine intraprozedurale Visualisierung von einem unserer Cases mittels Kontrastmittel ist hier nochmal das Septum visualisiert und wir sehen hier nochmal die Positionierung der Linksschenkelblock-Elektrode im Vergleich beispielsweise zum Apex. Im Oberflächen-EKG kann man seinen Erfolg sehr schön abschätzen mit einem sehr schmalen QRS-Komplex. Das heißt, hier hat man ein sehr schönes Monitoring auch der Effektivität dieser Pacing-Prozedur. Initial sprach ich unser stetig wachsendes Kollektiv an internistischen Komplexpatienten an mit Problematiken wie Zugangsprobleme oder auch systemische Infektgeschehen. Und vor diesem Hintergrund sind wir sehr dankbar, dass wir die Option von extravaskulären Devices haben. Allen voran der subkutane ICD, der inzwischen ins Standardportfolio der Device-Therapie natürlich gehört. In Frage kommen hier wohl sowohl Patienten mit komplexen Device-Historien, angeborenen Herzfehlern, unsere EMA-Patienten, aber auch natürlich die klassischen Channelopathie-Patienten mit Notwendigkeit einer reinen ICD-Schutz. Schocktherapie. Zu beachten bleibt bei der Patientenauswahl, dass keine Dauerstimulation der oder auch antitarikade Stimulation möglich ist und dass eine Kombination mit herkömmlichen, konventionellen Herzschrittmachern aktuell noch als Off-Label-Prozedur zu handhaben ist. Das heißt, hier haben Sie sicherlich schon Patienten auch gehabt, wo wir uns individuell für so eine Kombination entschieden haben, was allerdings aktuell noch als Off-Label-Prozedur zu bezeichnen ist. Bei der Patientenselektion ist das Screening ganz entscheidend. Über den
herkömmlichen Programmer können hier die multiplen Wahrnehmungsvektoren automatisiert analysiert werden und die am besten Signalvektoren identifiziert werden. Im nächsten Schritt wird dann die Implantationsprozedur geplant und auch der sogenannte Praetorian Prädiktionsscore kann hier supportiv verwendet werden, um zu gucken, ob anschließend auch das Resultat der Implantation die richtigen Vektoren hervorbringt. Durch eine röntgenologische Lagekontrolle extrakorporal wird die Positionierung dann des Systems vorbereitet. Ich habe hier mal von der letzten Prozedur einfach mal Bilder mitgebracht. Hier sieht man nochmal intraprozedural die beiden zentralen Tunnelierungsmanöver. Das heißt, einmal wird die Elektrode praktisch von der submuskulären Tasche, die den eigentlichen ICD beherbergt, zum Sternum getunnelt und dann einmal am Sternum entlang getunnelt. Hier sehen Sie nochmal den röntgenologischen postoperativen Erfolg und auch das kosmetische Resultat einer solchen SICD-Implantation. Kürzlich hatten wir einen sehr komplexen Fall einer EMA-Patientin, die bei einer polymorphen ventrikulären Tachykardie reanimiert wurde. Die Patientin wies eine Dextrokardie bei Situs Solitus mit univentrikulärer AV-Konnektion und Zustand nach einer Hemifontan-OP im Kindheitsalter auf. Der Zugang einer transvenösen Sonde war so bei Nichtmündung der Vena Cava Superior nicht möglich und auch eine epimyokardiale Sondenanlage war nicht durchführbar. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann uns für eine SICD-Implantation mit einer patientenoptimierten anatomischen Positionierung entschieden. Eine intraoperative Testung mit Kammerflimmerinduktion zeigte sich erfolgreich. Eine weitere Entwicklung in der extravaskulären Device-Therapie nutzt eine substernale Sondenpositionierung. Dies ist allerdings klinisch derzeit noch nicht verfügbar, sollte allerdings in naher Zukunft ebenfalls zur Verfügung stehen und eine Alternative zu der klassischen SICD-Implantationstechnik, die ich kurz aufgezeigt habe, darstellen. Ein zukunftsträchtiges Feld ist, wie schon ein bisschen angedeutet, die extravaskuläre Hybrid-Device-Therapie, die aktuell ebenfalls noch nicht richtig verfügbar ist. Hier geht es darum, SICDs zum Beispiel mit Leadless-Schrittmachern kommunizieren zu lassen und damit die Limitation des fehlenden Pacings von SICDs zu überholen. Darüber hinaus wäre zum Beispiel auch ein antitachykardes Pacing-Manöver möglich, um somit ein deutlich erweitertes Behandlungskollektiv auch versorgen zu können. In einigen Fällen wollen wir zunächst keine permanenten Device-Therapien verankern, beispielsweise im Falle reversibler Ursachen, passagierer Myokarditiden oder nach Explantation von Infektgeschehen. Und hier gibt es überbrückende Maßnahmen, die sogenannte LifeVest, eine etablierte Methode mit auch verankerter kassenärztlicher Leistung. Im Bereich der individuellen Firmprogramme gab es in jüngster Zeit ebenfalls Modernisierung in Form von PET-basierten Oberflächenanwendungen, die eine Vereinfachung in der Nachsorge ermöglichen sollen und auch eine firmeninterne ubiquitäre Device-Nachsorge gewährleisten. Ich hoffe, ich konnte mit Ihnen einen kurzen Überblick über den aktuellen Device-Standard und zukünftige technologische Entwicklungen nehmen und möchte an dieser Stelle auch nochmal auf die bereits im Rahmen der ESC-News besprochenen neuen Pacing-Guidelines der ESC von 2021 verweisen. Die hatten wir damals genauer angeguckt, in der man auch für individuelle Kasuistiken Entscheidungssupport finden kann. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch jederzeit, hier in Interaktion mit Ihnen treten zu können. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt, für den schönen und umfangreichen Vortrag zu der Schrittmachertherapie und auch zu den vielen Innovationen in diesem Bereich. Der eine oder die andere möge ja denken, dass das ist so ein Bereich, da hat sich nicht viel getan. Sie haben, glaube ich, gehört, dass das Gegenteil der Fall ist und wir da in unserer Klinik auch viele Innovationen im Rahmen von Studien untersuchen. Ja, gibt es Fragen aus der Runde? Ich darf vielleicht noch mal eine ganz praktische Frage stellen, Frau Schmidt. Wir haben ja immer mal wieder Patienten, die haben vielleicht nur eine leicht eingeschränkte Pumpfunktion oder sogar nur eine diastolische Funktionsstörung beispielsweise. Und die Patienten oder Patientinnen kriegen jetzt einen Schrittmacher. Gibt es da auch schon Überlegungen, wenn der rechtsventrikuläre Stimulationsanteil hoch ist, da die Schwelle, ein CRT-System einzusetzen, etwas, sagen wir mal, niedrigschwelliger anzugehen? Also sollten wir das nicht häufiger machen, wenn wir befürchten müssen, dass ein Pacing dann auch zur dauerhaften rechtsventrikulären Stimulation führt? Oder ist das einfach durch die Aufwendigkeit der CRT-Implantation immer noch eher eine Ausnahme? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine sehr wichtige und aktuell auch sehr bearbeitete Fragestellung in Form von vielen Studien. Im Wesentlichen schließen diese Studien allerdings Patienten mit mittelgradig eingeschränkter Pumpfunktion ein, weist bei den Patienten mit leichtgradig eingeschränkter Pumpfunktion und zu erwartendem hohen Pacing-Anteil versuchen wir jetzt Primärstrategien wie HIS-Pacing oder auch zum Beispiel individuelle Pacing-Manöver anzuwenden, um praktisch die physiologische Erregung besser nachzuahmen und damit auch zu verhindern, dass sich diese Herzinsuffizienz weiterentwickeln kann. Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Ich hätte gleich noch eine Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Und zwar, meine Frage bezieht sich auf zwei Aspekte. Das eine ist Patienten mit atypischen Blockbildern. Was ist deine Meinung? Also sollen wir die trotzdem versuchen zu resynchronisieren oder gar nicht? Oder lieber HIS-Pacing? Das ist das Erste. Und gleich auch die Frage im Anschluss ist, was sollen ein Kollege machen in der Ambulanz mit einem Patienten mit CRT, der jetzt keine klinischen Benefit erfahren hat? Also was wären dann die Schritte? Ja, also vielen Dank für die interessanten Fragen, mit denen wir täglich doch auch genauso konfrontiert sind. Also hinsichtlich der ersten Frage muss man ganz klar sagen, dass hier eine patientenorientierte Entscheidungsfindung notwendig ist. Das heißt, wir müssen genau überlegen, welche Pathophysiologie liegt eigentlich diesen Blockierungen zugrunde und können wir es erwarten, wenn wir beispielsweise unter einer initialen Degeneration des Reizleitungssystems jetzt ein Pacing anwenden, das sozusagen nicht auch die Degeneration genau diese Stelle erreichen wird. Das heißt, hier müssen wir sehr gut auch die Pathophysiologie in Augenschein nehmen und uns überlegen, ob es Sinn macht, da ein reizleitungsoptimiertes Pacing-Manöver zu etablieren bei diesem Patienten oder ob dieser Patient vielleicht eher dann von einer CRTP-Therapie vielleicht einfach auch profitiert und was auch die individuelle Anatomie an dieser Stelle einfach hergibt. Hinsichtlich der zweiten Frage, auch das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die wir täglich bearbeiten. Hier ist in letzter Zeit ja auch uns die medikamentöse Herzinsuffizienz medikamentöse Herzinsuffizienztherapie zu Hilfe gekommen. Das heißt, hier haben wir auch einfach die Option, medikamentös nochmal zu gucken, ob ein Patient vielleicht von der Erweiterung profitiert. Und ein ganz zentraler Baustein, den man an dieser Stelle auch nochmal ansprechen kann, den ich im Bereich der CRTD-Nachsorge angesprochen hatte, ist, dass man unter Umständen auch aufdeckt, ob die biventrikuläre Stimulation eigentlich gar nicht effektiv ist. Also Stichwort Loss of Capture unter Belastung, Fusionspacing oder auch, ob der Patient vielleicht gar nicht hinsichtlich seines Herzfrequenzprofils ordentlich beta-blockiert ist, ob der Beta-Blocker vielleicht gar nicht hinsichtlich des individuellen Stoffwechselprofils an den Patienten angepasst ist. Das heißt, auch hier müssen wir immer individuell wieder auf die Kasuistik eingehen und da eine Entscheidung, denke ich, treffen. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt, nochmal für den schönen Vortrag. Und ich glaube, jetzt müssen wir weitermachen. Wir wollen ja nachher pünktlich enden. Und ich freue mich jetzt, last but not least, Herrn Xenogalos ansagen zu können. Denn er wird uns jetzt das Neueste zur ICD-Therapie berichten. Das klang ja eben schon an. Und ich glaube, Herr Xenogalos, Sie werden uns da auch einige und unseren Partnern natürlich auch einige praktische Hinweise geben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte. Super. Vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Professor Frey, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Gleich vorweg habe ich die Aufgabe, den Code zu zeigen. So, ich versuche es gerade. Ich habe ein kleines technisches Problem jetzt. Sekunde. So, Desktop 1. So. Darf ich nochmal alle, die nicht Redner sind, kurz bitten, da ihr Mikro auszumachen? Danke. Und seien Sie gut, den Code nochmal zu verlesen, Herr Xenogalos.
Also, der Code ist D, E wie Emil, M wie Maria, R wie Rita, 7522. Das ist der Code. Und dann kann ich ja direkt da weiter zu meinem Vortrag gehen. So. Wenn die Konstanze netterweise den Bildschirm freigeben, das ist ja schon. Okay, so, jetzt geht's zum Vortrag direkt. So. Okay. Und zwar, so, im Anschluss zu, was Frau Schmidt dann gezeigt hat an den neuen Technologien, habe ich heute ein paar Beispiele, was die Herausforderungen bei der Implantation uns begegnet im Alltag. Also die Patienten und die Risikomerkmale der Patienten nehmen zu. Und in dem Rahmen ist das auch so, dass man zum Teil improvisieren muss bei einer Implantation. Und da sind alle diese neuen Technologien natürlich eine große Hilfe. Problematik ist der venöse Zugang. Wir haben zunächst mit vielen Aufrüstungen oder Sondenrevisionen zu tun. Typischerweise werden die Geräte über Vena Subclavia oder über Vena Cephalica implantiert. Nichtsdestotrotz, häufiger haben wir dann venöse Zugangsprobleme. Jetzt das erste Beispiel ist eine Patientin mit 63 Jahre alt. Wir haben hier ein Einkammer-ICD im Jahre 2014. implantiert. Jetzt kommt die Patientin mit Elektrodenbruch. Und jetzt hier haben wir die erste Flebografie. Und was man gleich da sieht, ist natürlich auch eine ausgeprägte Kollateralisierung und ein Verschluss der Vena anonyma hier. Dann haben wir natürlich auch gedacht, wir würden dann von der anderen Seite möglicherweise implantieren. Das ist die Flebografie von der anderen Seite. Und zwar hier sieht man auch eine ausgeprägte Kollateralisierung und ein Verschluss der Vena Cava Superior. Und jetzt wollte ich gerne ja die Runde fragen, was würden Sie an diesem Fall tun? Gerne bitte entweder im Chat schreiben oder auch gerne einschalten. Also wir haben die Möglichkeiten, subkutanen Defi zu machen oder die Extraktion durchzuführen, also die alte Sonde zu extrahieren und dann Implantation über den Extraktionskanal durchzuführen? Oder gibt es Ideen, eine Alternative? Da sehe ich gerade im Chat. Herr Dr. Hess sagt, er würde einen subkutanen Defi machen. Das ist auch unser erster Gedanke gewesen. Allerdings, diese Patientin war sehr kachektisch. Und die SICD-Geräte sind ziemlich groß, sind ja fast das Doppelte wie die konventionellen Geräte. Und Herr Schlegel hat vorgeschlagen, Rekanalisation durch Angiologie. Und tatsächlich, das ist genau, was wir gemacht haben. Hier ist die Extraktionsangiografie von den Patienten. Man sieht hier, dass die Vena Cava Superior verschlossen ist mit so einigen Kollateralen und die Angiologen haben es tatsächlich geschafft, bis in den rechten Vorhof reinzukommen. Da ist ja hier die Ballondilatation, hier ist die Stentimplantation in die Vene und hierüber ist uns gelungen, eine Sonde zu implantieren und das ist das Endergebnis hier. Man sieht hier den Stent in der Vena Cava Superior, darüber ist die Sonde implantiert und das Gerät dann haben wir auf der rechten Seite implantiert. Natürlich eine Einschränkung in solche komplexen Eingriffe ist, dass man natürlich die Antikoagulation fortführen muss. Das heißt, wir müssen dann unter Antikoagulation operieren. Da ist ja extremst Vorsicht geboten. Weitere anatomische Schwierigkeiten aus dem Alltag habe ich noch einen Fall gebracht, 60-jähriger Mann, extern implantiert mit einem CRT-Gerät. Also der Patient hat eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion mit einem
Cardiac Index von 1,99, also fast 2, Zentralvenosättigung 57%. Und das Gerät hat wohl funktioniert. Und hier haben wir den Bericht aus der auswärtigen Implantationsklinik, nämlich hier Stich ins Auge, erstmal, dass in der Cardiac Main Vein die Sonde implantiert würde. Und man sieht hier linksventrikuläre Reizschwelle von 5010. Kurz darauf hat der Kardiologe die CRT-Funktion deaktiviert, sprich, er hat das System von VVI auf von DDD auf VVI 40. Hier unten habe ich den Langzeit-EKG-Auszug. Gibt es da Ideen, wieso der Kardiologe dann diese Therapie deaktiviert hat? Man kann gerne auch einschalten oder im Chat schreiben. Genau, Dr. Hess schreibt hier, dass das QRS-Komplex ist schmal. Also hier in den schwarzen Pfeil ist tatsächlich die Eigenüberleitung. Also das QRS ist auf jeden Fall schmäler als hier im roten Pfeil. Hier ist die biventrikuläre Stimulation. Also man sieht hier mit bloßem Auge, dass die biventrikuläre Stimulation ein breiteres QRS-Komplex hervorruft als der Eigenrhythmus. Sprich, die Resynchronisation ist schlechter unter biventrikulärer Stimulation. Das ist auch ein Beispiel, bei Non-Responder sollte man auf jeden Fall schauen, wie das QRS-Komplex ist im Eigenrhythmus im Vergleich zu biventrikulärer Stimulation. Das ist das EKG im Eigenrhythmus des Patienten. Und natürlich hier fragt man sich, ob man tatsächlich einen Linksschenkelblock hat. Jetzt die Frage an der Runde, hat der Patient tatsächlich einen Linksschenkelblock oder nicht? Okay, also auf jeden Fall, das ist ein relativ breites QRS-Komplex, muss man sagen, aber das ist kein typischer Linksschenkelblock. Und da stellt sich ja die Frage natürlich, ob dieser Patient von einer entsprechenden Therapie dann profitieren würde oder nicht. Und da ist ja auch die Frage, wie man es herausfindet. Und bei uns, wir haben einen Algorithmus etabliert in Heidelberg, wo wir dann elektrophysiologische Untersuchungen bei diesen Fällen durchführen. Und hier ist jetzt ein Bild aus einer derartigen elektrophysiologischen Untersuchung. Was da ist, ist, was wir hier machen, ist, dass wir eine Elektrode in der Coronarsinus legen und über diese Pole kann man die Verzögerung zwischen rechts und links messen. Ist diese Verzögerung groß, geht man davon aus, dass man durch eine Resynchronisation einen Benefit erzielen kann. Und was man auch hier sieht natürlich, ist, dass der Kollege, der implantiert hat, leider nicht den CE sondiert hat, sondern die mittlere Herzvene hinten. Und natürlich, da ist jetzt die Region, die keine Resynchronisation erzielen kann, weil natürlich die elektrische Verzögerung woanders ist. Schlussendlich, wir haben einen Revisionseingriff durchgeführt und wir haben es geschafft, die Sonde von hier unten an diesen Ast umzuplatzieren. Also Fazit ist, dass man immer die Sondelage checken sollte, wenn der Patient tatsächlich nicht resynchronisiert. Also man soll eine anterolaterale oder posterolaterale Zielvene anstreben, damit man den großen Benefit von dieser Therapie zu bekommen. Hier ist da unser Endbefund. Patient ist klinisch besser gegangen nach dieser Wechsel der Sonde. Eine andere natürlich Besorgnis bei Implantation sind Dialysepatienten und oder aktive Infektionen. Hier haben wir einen Fall gebracht, einen Patienten, der auch relativ adipös ist. Der kam mit einer manifesten Sepsis. Initialer Fokus war eine Peritonealdialyse-Katheter-assoziierte Peritonitis. Und wenn man hier dann schon sieht, der Patient hat schon viel mitgemacht, also hat schon Nachweis von Coli und Bakteroides im Blut und hat Candida im Dialysat, Kefazolin und Ketasidim
wurde eingeleitet, dann Metronidazol, dann Meronem, dann Vancomycin, also schon ein schlechter Zustand. Der Patient wird oder würde nicht invasiv beatmet und hat rezidivierte Sinusarrestepisoden, also mit liegenden aktuell Demaskatheter. Und jetzt natürlich ist die Frage, wie wir diesen Patient am besten versorgen können. Und da haben wir folgende Optionen, also einen transvenösen Schrittmacher, ein Zweikammer, einen transvenösen Schrittmacher im Vorhof, also im AAI-Modus, ein epimyokardialer Schrittmacher oder ein Mikra. Also hier Kollege Antareggia hat ein Mikra empfohlen. Hier Kollege Hess auch. Tatsächlich ist das auch so, dass bei der Zulassungsstudie von Mikra von 2015 in 725 konsekutive Patienten keine systemische Infektionen aufgetreten sind als Komplikation. Die Vermutung ist, dass, weil die Fläche des Mikra so klein ist, also die Wahrscheinlichkeit eine Besiedlung mit Keime niedrig ist. Es gibt keine randomisierten Daten zwischen Mikra und konventionellen Schrittmacher, aber es gibt eine Kontrolle mit historischen Schrittmacherdaten, wo insgesamt die Komplikationsrate bei Mikra niedriger ist, statistisch signifikant niedriger. Und besonders bei Dialysepatienten hat man in dieser Subgruppenanalyse gesehen, dass das auf jeden Fall nicht unterlegen ist, die Therapie. Und tatsächlich, bei diesem Patienten haben wir eine Mikra implantiert. Hier ist die Schleuse, die Einführschleuse fürs Gerät. Hier sieht man die Ende von den Demaskatheter, von Dialysekatheter. Und man muss diese Kapsel septal möglichst fixieren. Hier ist diese Kapsel freigesetzt. Hier erkennt man die Tines, nennt sich das. Das sind Ankern. Da wird es ins Myokard verankert, das System. Und das Endergebnis sieht so aus. Da ist jetzt die Kardiokapsel. Und im Verlauf natürlich hat der Patient auch eine Suprainfektion von den Dialysekatheter, musste auch da getauscht werden. Das heißt, hätten wir eine transvenöse Implantation durchgeführt, wahrscheinlich hätte er auch einen Systeminfekt gekriegt. Insgesamt die Dialyse ist auch eine Herausforderung bei Device-Implantation. Hier noch ein Beispiel, Patient 40 Jahre alt, auch adipös, der hat eine symptomatische ventrikuläre Tachykardie, auf dem Boden eine dilatative Kardiomyopathie und hat schon eine Peritonealdialysekatheter, das hat dann nicht funktioniert. Und er hat jetzt eine Shunt-Anlage im linken Unterarm. Wir werden immer hellhörig bei Niereninsuffizienz, weil wir schon wissen, dass eine Hämodialyse ein 8,6-fach höheres Risiko für Systeminfektion hat. Und noch dazu, falls eine Infektion auftritt, eine Device-Infektion, die Patienten, die an Hämodialyse sind, haben auch ein weniger Survival-Chancen, Überlebenschancen. Gut, was machen wir hier bei einem Patienten mit einer ICD-Indikation wie dieser, der auch Kammerflimmern hatte und einen Shunt in der linken Seite hat? Also die Optionen wären ein transvenöser ICD rechtzeitig, ein transvenöser ICD linksseitig und dann hat man eine Inkaufnahme natürlich vom Shuntversagen, weil es auf der Seite des Shunts ist. Oder rechtzeitige transvenöse Defi mit Tunnelung des Aggregates nach links oder ein SICD. Hier Antareggia antwortet SICD, falls keine Schrittmacherindikation, das stimme ich völlig zu. Und tatsächlich bei diesem Patienten haben wir ein SICD implantiert. Da sieht man hier das, das Kabel, was da auf dem Sternum liegt. Und mit dem Pfeilen habe ich da die drei Pole, worüber dann die Wahrnehmung der QRS-Komplexe erfolgt. Und in der Praxis sieht es ja so aus wie auf der anderen Seite. Also das Gerät nimmt dieses Kammerflimmern war. Hier als T ist eine Tachykardie-Zuordnung der wahrgenommenen Signale und nach einer gewissen Ladezeit schockt das Aggregat und dann wird der normale Rhythmus wieder hergestellt.
Da habe ich noch ein Beispiel gebracht. Am besten ist das mit Bildern dann zu erklären. Also ein Patient im Jahre 2017 bei einer ischämischen Kardiomyopathie und hochgradige Pumpfunktion hatte erstmal einen CRT-Implantationsversuch. Das sind die intraoperative Bilder. Hier sieht man schon, dass man eine persistente linke obere Hohlvene festgestellt hat und auch mit der Schleuse versucht hat, nach irgendwelche Zieläste hier Vakanzilast zu sehen. Mit der Folge, dass man dann Patient ein rechtzeitiges Aggregat implantiert hat mit einer epimyokardialen Elektrode, die nach rechts getunnelt wurde. Also diese Elektrode hier, die mit dem Pfeil hier markiert ist, die zeigt dann aktuell einen Exit-Block. Und da ist ja die Frage, was wir jetzt mit diesem Patient machen. Was würden wir dann bei dem Patient anbieten wollen? Also erneute epimyokardiale Implantation, so lassen ohne LV-Stimulation bei hohem operativen Risiko oder ein His-Bundle-Pacing. So, Herr Dr. Hess sagte, er würde ein His-Pacing befürworten. Und tatsächlich, das His-Pacing anstatt an Coronasinus-Elektrode ist ein relativ valides Alternativ für diese Patienten. Und hier habe ich es kurz dargestellt, die Frau Schmidt hat es schon gesagt. Also die Rationale dahinten ist, dass wenn man His nah oder His stimuliert, geht man möglicherweise einen hisnahen Schenkelblock um. Und da kann man den linken Schenkel dann korrigieren. Das gelingt natürlich nicht bei allen Fällen, aber bei manchen Fällen schon. Es gibt wenig randomisierte Daten, also da gibt es die HIS-CRT-Studie von 2019. Hier ist aufgefallen, dass das Crossover zwischen Coronasinus-Elektrode-Implantation und HIS-Elektrode-Implantation zu hoch war, weil eben bei vielen Patienten entweder das eine oder das andere nicht möglich war. Und man sieht hier schon mal, dass die His-Implantation eine Verschmälerung des QRS-Komplexes ausgelöst hat, genau wie eine Coronasinus-Implantation, ohne großen Unterschied in der Zunahme der Ejektionsfraktion. Bei dem Patienten konkret haben wir tatsächlich hier im roten Zirkel dargestellt eine His-Bundle-Pacing durchgeführt mit Erhalt schlussendlich der Resynchronisationstherapie. Ähnliches Problem, Patient 81 Jahre alt, hat in einer auswärtigen Klinik einen Zweikammer-Schrittmacher. Damals war die Pumpkraft mittelgradig, auch ischämisches Substrat. Und 6 Monate später kam er zu uns mit beidseitigen Pleuraergüssen, eine manifeste linksführende kardiale Dekompensation und auch eine Schrittmacherabhängigkeit. Natürlich, da müssen wir diesen Patient versorgen. Und da ist ja die Frage, was würden wir bei dem machen? Also vorbefundlich mittelgradige Pumpe vor 6 Monaten, nach Schrittmacherstimulation hochgradige Pumpe mit Herzinsuffizienz. Also im Übrigen die Herzinsuffizienztherapie, die medikamentöse, war schon ausgereizt. Also Aufrüstung CRTP, Aufrüstung CRTD oder was anderes. Also Herr Antareja sagt CRTD. Tatsächlich bei ischämischem Substrat haben wir auch eine CRTD-Implantation durchführen wollen. Und ich sage wollen, weil man sieht hier eine Coronasinus-Darstellung. Wir haben alle Optionen hier benutzt. Wir waren in allen Positionen mit der Elektrode überall Exit-Block. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das weiter vorgehen? Was würden wir diesem Patienten dann empfehlen? Soll er in die Herzchirurgie eine epimyokardiale Elektrode bekommen oder würden wir doch ein His-Bundle-Pacing probieren? Tatsächlich, bei dem Patienten haben wir ein His-Bundle-Pacing angestrebt. Hier sieht man das markiert mit diesen Kasten. Also hier sieht es in der AP-Projektion so aus und dass es richtig septal liegt, sieht man in der laterale Aufnahme.
Und das ist das EKG. Also man sieht hier, das ist eine rechtsventrikuläre Stimulation, ein QRS-Komplex von 240. Mit His-Bundle-Pacing hat der Patient einen QRS-Komplex von 140. Hier sieht man, dass man einen nicht selektiven His-Pacing hat, indem man diese sogenannte Pseudo-Delta-Welle sieht. Sprich, diese His-Katheter paced die Umgebung des His-Bundles, aber die Stimulationsamplitude reicht, um die Depolarisation über das eigene Herzreizleitungssystem durchzuführen. Und somit bin ich jetzt fertig und ich freue mich auf Anregungen, Fragen und Diskussionen. Ja, vielen Dank, Herr Xenogalas, für diese interessanten Fälle, die, glaube ich, nochmal klar gemacht haben, wie komplex es eigentlich heutzutage sein kann. Und klar, in einem Zentrum wie unserem, wo wir viele schwerkranke Patienten sehen, häuft sich das etwas. Aber die positive Nachricht ist, glaube ich, und das haben Sie gut rübergebracht, dass wir in den meisten Fällen ja doch noch irgendwas machen können und da individuelle Lösungen finden können. Ja, ich gebe nochmal die Möglichkeit in die Runde, vielleicht Fragen zu stellen. Wir haben noch ein paar Minuten und werden dann genau pünktlich fertig werden. Das Fragen. Vielleicht darf ich nochmal beginnen, Herr Xenogalas, dass Sie doch nochmal das Micra-Pacing oder den Leadless-Pacer kommentieren. Wo geht es da weiterhin? Also es gibt da ja Visionen, da auch ein CRT-System sozusagen mit Micra zu erreichen, dass zwei Micras vielleicht irgendwann in dem einen oder im anderen Ventrikel oder über andere Methoden dann letztlich die Vision am Horizont erkennen lassen, dass man überhaupt keine Aggregate mehr braucht. Halten Sie das für realistisch oder wo geht es da weiter in den nächsten Jahren? Das ist tatsächlich realistisch und wünschenswert, weil in den nächsten Jahren kommt eine Reihe von Patienten auf uns zu, die schon Sonden haben, die Aufrüstungen oder gar Revisionen brauchen, wo wir keine venösen Zugangsmöglichkeit mehr haben. Aktuell, was jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren zu erwarten ist, ist auf jeden Fall eine Kombination von Micra, also von Leadless Pacer und Defibrillator. Und es gibt auch tatsächlich aktuell die Möglichkeit, auch eine epimyokardiale, kabellose Stimulation linksventrikulär durchzuführen. Das ist die sogenannte WISE-CRT-Studie. Das wird aber noch nicht vermarktet, obwohl es jetzt formal in einige Länder zugelassen ist, und das läuft folgendermaßen: Da wird retrograd über die Aortenklappe eine kleine Kapsel linksventrikulär implantiert, da sind Piezokristalle drin und das wird dann über eine subkutanem Aggregat durch Ultraschallwellen elektrische Ströme erzeugt und dann entsteht eine linksventrikuläre Stimulation, die sogar überlegen ist eine Coronarsinusstimulation, weil sie stimulieren dann endokardial, somit stimulieren sie auch in der Nähe von der Purkinjefasern und somit erreichen sie eine physiologischere linksventrikuläre Stimulation. Also diese Aspekte sind auf jeden Fall mitzurechnen, dass wir in den nächsten Jahren diese Implantationen zur Verfügung haben werden. Jetzt eine Mikroimplantation im Vorhof, gibt es schon Fallbeispiele, wo das tatsächlich mit den konventionellen Geräten off-label durchgeführt würde. Allerdings, da sehe ich da schon eine gewisse Einschränkung, weil das ist schon ziemlich traumatogen. Also da kann schon was passieren. Die Vorhofwand ist meistens zu dünn und die Geräte zu groß. Aber vielleicht kommt eine Entwicklung. Auf jeden Fall diese VDD-Stimulationsmöglichkeit mit Vorhofwahrnehmung ist eine positive Entwicklung, weil wir die AV-Synchronität aufrechterhalten können beim Patienten. Aber die Kombination von diesen kabellosen Geräten ist auf jeden Fall eine Option, die valide ist, dass die in den nächsten Jahren kommen kann. Ja, vielen Dank, Herr Xenogalas. Und wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr aus der Runde gibt, ich schaue noch mal, dann haben wir jetzt tatsächlich eine Punktlandung geschafft. Vielleicht darf ich Sie oder Frau Volkmar bitten, noch mal die nächsten Termine noch mal auf dem Screen zu zeigen und dann möchte ich nebenbei gerne die Gelegenheit nutzen, allen aus dem Heidelberger Rhythmuszentrum nochmal zu danken für die engagierten und spannenden Vorträge. Ich glaube, wir haben heute einen
sehr hochqualitativen Fortbildungsabend erlebt. Ich zumindest habe immer noch was dazugelernt. Ich hoffe, es ging Ihnen auch so. Das ganze Team steht Ihnen, glaube ich, auch immer für Fragen zur Verfügung, und die Ansprechpartner haben Sie alle noch mal kennengelernt. Und ja, damit freue ich mich. Genau, da sehen Sie gerade noch auf dem Screen die nächsten Daten. Wir haben am 22. Februar den nächsten Termin in diesem Format zu der Präzisionsmedizin bei Kardiomyopathien um Professor Meder und sein Team herum. Und morgen bereits gibt es ein weiteres interessantes Fortbildungsformat, nämlich eine interdisziplinäre Fortbildung gemeinsam mit unseren herzchirurgischen Kollegen, von denen auch organisiert, wo wir uns vor allem mit der terminalen und schweren Herzinsuffizienz beschäftigen wollen. Dazu sind natürlich auch alle herzlich eingeladen. Ja, dann danke ich allen nochmal, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern für die rege Beteiligung. Wir hatten immerhin über 50 Teilnehmer wieder. Wir hoffen, dass es so bleibt, und sind natürlich für Anregungen auch immer offen, wie wir diese Fortbildung in Ihrem Format noch weiter verbessern können. Ihnen allen dann einen schönen Abend, und wir sehen uns wieder im Rahmen dieser bewährten Serie. Vielen Dank.